Hallo und herzlich willkommen zur Grippe TV's Livestream Show. Und schon wieder das Mikro nicht eingeschalten gehabt, gell? Okay, und jetzt wird sicher nicht mehr passieren, nie wieder. Ach. Okay, es war ja wirklich knapp heute, gerade dass ich noch einen Livestream heute schaffe, den rechtzeitig zu starten. Heute geht wohl nichts schief, nämlich. Aber wenn ich es nicht sehr spät jetzt geschafft habe, mich da jetzt einzuschalten. Super, dass da seid übrigens, gefreut mich total. Und ja, ich habe euch ja gestern von Critical Mass erzählt, von vielen anderen tollen Veranstaltungen. Und heute war wieder eine. Und der Zeitraum vom Ende von Critical Mass und den Beginn dieses Livestreams war echt extrem bemessen, dass ich wieder mit dem Radl heimkomme. Und was ein Critical Mass gibt, für die, die es jetzt nicht wissen, schaut einfach den Livestream von gestern an, wo es um das Video mit dem Titel Motto für den Frieden und nicht gegen den Krieg. Aber heute geht es um ein anderes Thema. Es geht um die Freimaurer und Geheimbünde und andere Logen, die seit Anbeginn in Salzburg Stadt sich schon ihre Bauten präsentieren, aber auch ihre Gräber natürlich niederlegen und einiges mehr. Und ich bin eben ein Salzburger und darum verzeiht es mir, wenn ich manchmal in die Mundart komme. Ich versuche mich auch auf Mund, also das sehr verständlich Hochdeutsch spreche auch, ja, gell. Aber wer könnte nicht besser als ein Salzburger euch etwas über die Freimaurer und anderen Geheimbünden in Salzburg erzählen? Wir machen eine Rundreise von damals bis heute in die Gegenwart. Das, was in der Vergangenheit war, was ich euch an Foto- und Videomaterial zeigt, das sind wirklich tolle Fakten. Und das Video-Foto-Zeugs von der Gegenwart, weil ich renne ja heute auch noch offen mit den Augen herum. Und mir fällt auch schon auf, weil es diese Geheimbünde auch heute noch gibt, auch heute auch noch bauen in Salzburg. Ja. Und da habe ich zumindest einmal bemerkenswerte Indizien an Foto- und Videomaterial da. Fakten, ja. Kann ich nicht direkt sagen, vielleicht manchmal schon, aber es sind halt wirklich bemerkenswerte Indizien. Okay, beginnen wir einfach einmal, ich habe mir gedacht, wir reisen gleich richtig mit Google Earth auch mit rein, sodass ich nicht nur die Fotos sehe, sondern dass ich auch die Orte auch gleich erkennt, dass man selbst nach Salzburg Urlaub macht und euch die Orte anschaut und dann wisst ihr gleich, wo ihr hinlaufen müsst. Okay, dazu machen wir mal da das Studio weg, unsere Kryptoallee. Und jetzt schweben wir in neuen Weltraal, genau. Jetzt müssen wir erst einmal nach Salzburg. Wisst ihr was? Einfach Salzburg. So. Ja, herum fuchteln, wenn wir so auch nach Salzburg finden. Okay, jetzt sind wir da. Okay, also da haben wir jetzt die Altstadt, diese Linse da. Jetzt können wir es mal wirklich drehen. Super. Andere Richtung schon schneller. Und hier rechts oben jetzt ist die Neustadt, wo auch das Schloss Mirabell zu sehen ist. Genau, und hier
wir bewegen uns hier in den Altstadtbereich, da haben wir die Festung und hier in natürlich in der Neustadt, obwohl sie neu ist, die natürlich auch nicht, ja. Jetzt mache ich mich ups, mal kleiner. So, ups, das bin ich auf dem anderen Monitor, jetzt kann ich mich kleiner machen. So. Ich bin der Vorsteher von Google Earth, wie man jetzt sieht. sieht man das da auch, das Schloss Mirabell, wenn es mal schaut? Wir fahren jetzt zum Zirkelwirt. Also die Freimaurer, ihr wisst ja, ein Hauptsymbol, sie haben viele Symbole, das ist das Winkelmaß und der Zirkel. Ja. Und der Zirkelwirt, gibt es mittlerweile zwei Zirkelwirte, einen ganz neu eröffneten. Aber der historische Zirkelwirt, den finden wir, wenn wir jetzt mal erst einmal da reinschauen, hier und da. Okay. Dazu mache ich jetzt den Ordner auf und dann springen wir erst einmal zu einem Video. Ihr seht so die Eule, ganz klar, natürlich die Eule darf nicht fehlen und die ist eben bei den Tierknauf und Zirkelwirt mit drauf. Okay, da sehen wir eben die Eule, die ist beim Tierknauf drauf und da eben Zirkelwirt. Es ist, ich habe drinnen nachgefragt, ob sie noch wissen, ob die Freimaurer auch heute trotzdem noch da drinnen tagen. 1955 wieder renoviert worden. Und tja, geben dort seit 1647 eben den Zirkelwirt hier. Aber die Kellner und so, sie wissen schon, dass die Freimaurer drinnen waren, aber sie kennen keine von Logenbrüdern, die was, oder machen sich zumindest erkenntlich bei ihnen. Ob stimmt oder nicht, kann ich sagen, wie ich will. In der Nähe ist da noch der Papageno-Brunnen. Der Papageno zum Beispiel, kennen sicher viele aus der Zauberflöte, die was der Mozart geschrieben hat. Und der Mozart war ja auch ein Freimaurer. Und so sieht man hier, vor allem das Stück, die Zauberflöte ist ja ein sehr, sehr mystisch und magisches Stück, was er mit sehr jungen Jahren ja geschrieben hat. Und gerade eben beim Okkultismus geht es ihm um mystische Wesen. Das hat so ein extremen Hauptcharakter. Natürlich gibt es auch so einfache Gegenstandssymbole wie Winkel, Zirkelmaß oder Pyramiden und Augen. Aber auch diese mystischen Figuren, ja, zu denen wir aber noch kommen werden, darum erwähne ich es jetzt erst gar nicht, sieht man ja da. Aber das ist der Papageno, der Held, der Vogelfänger sozusagen. Und er hat eine Freundin, die Papagena. Und da haben wir einen Brunnen in Mirabellgarten. Da ist die Papagena-Brunnen, das weibliche. O ist männlich und A ist weiblich in der Zauberflöte. Papagena ist die Frau oder Freundin, die was der Papageno begehrt. Ja. Also es ist sehr interessant, dass man mal drinnen so, wenn man reinschaut, sieht man immer viel Symbolik. Das ist nur noch außen angebracht. Und naja, aber es macht ja nichts. Es gibt genug unendlich viele Orte, wo man euch das zeigen kann. So. Und dann schauen wir weiter. Schauen wir mal in die Getreidegasse. Ja? Ihr kennt es ja auch. Die Freimaurer werden ja auch viel mit den Illuminaten in Verbindung gebracht. Und die allsehenden Auge, sagt mir auch, also die Kirche benutzt ja auch dieses Auge, sie nennt es das allsehende Auge. Und bei den Illuminaten ist es das Auge der Erleuchtung. Und in der Getreidegasse in Durchhaus 3, das ist hier die Getreidegasse da. Und in Durchhaus 3, das ist hier, da ist da. Da, genau hier, im kommt eigentlich so Pylone hinter, dann ist das etwas genauer. Also da ist so das Durchhaus 3 noch in Salzburg. Ich habe es nicht alles jetzt auch noch vorbereiten können, das vorher suchen, aber dafür ist die Zeit einfach nicht geblieben. Ich habe so viele andere Sachen an uns zu tun. Aber so passt schon, oder? Und jetzt schauen wir mal einfach da mit der Kamera Real Life hin.
Da seht ihr schon eben. Tue ich mich mal kurz weg. Ja, wenn man dann da reingeht durch das Durchhaus 3, seht ihr oben an der Decke eventuell ein Templerkreuz oder jedenfalls das Templerkreuz hat ja eigentlich in den Außenseiten ja noch mal eine Einkerbung. Aber von der Schlankheit dürfte es passen, obwohl es halt nicht auch so schönes Rot hat, muss man auch sagen. Aber zumindest ist es ein Tatzenkreuz. Und dieses Durchhaus hier war früher der Fischmarkt. Darum hängt hier auch ein mumifizierter Hai. Aber schaut mal, wie dieser mumifizierte Hai angebracht ist mit diesem Balken oben. Das ist doch ein Auge wiederum, oder? Also haben wir hier zwei allsehende Augen. Naja. Fällt auch nicht so viel Menschen auf, dass das auch noch ein Auge symbolisiert. Okay, das ist sicher nicht zufällig angebracht worden. Also das ist kann ich mir kaum vorstellen zumindest. Und wenn wir in den Getreidegössen noch weiterschauen, ich muss euch nicht alle Orte auf Google Earth markieren, ich glaube, das hätte ich besser vorbereiten sollen, aber hier und dort zeige ich euch schon noch was, findet man zum Beispiel in einem anderen Durchhaus diesen Bereich. Und da handelt es sich nicht um ein chinesisches Restaurant, weil da so ein Drache eben oben ist, ja, sondern das ist eben ein Atelier, ganz ein normales. Und ein paar andere Sachen sind jetzt auch noch drinnen, aber ich muss schon die Privatsphäre wahren, kann ich nicht sagen, wer da drinnen alles wohnt. Und ja, aus der Nähe haben wir hier noch den Drachen. Er schaut schon trollig aus, irgendwie, grierwig. Wie so ein Lindwurm eher, oder? So Lindwurmform. Und hier, dieses da, das erkennt man von dieser Perspektive schwerer, das ist ein Geier mit einer Krone drauf. Da. Schaut auch irgendwie trollig aus. Mit trollig meine ich so grierwig, so, Botschat. Botschat einen Blick. Ich denke, Botschat wird schon auch die Hochdeutschen verstehen. Ja, und wiederum in einem anderen Durchhaus mit einer anderen Nummer spaziert es einfach auf und ab bei den Getreidegassen. Da kommt man zum Wilden Mann. Das ist so ein Gasthaus, ja. Drinnen eine schöne Stube. Und wenn man da das oben genau näher betrachtet, seht es dort, darum heißt es der Wilde Mann. Aber nicht nur, weil da eben so ein wilder Mann draufgezeichnet ist, sondern weil früher, vor Hunderten von Jahren noch, und die Zeitangaben müssen wir nicht so durchgehen, ich möchte mir nicht, ihr werdet euch sicher ärgern, warum ich das so kurz alles beschreibe, nicht so viel eingehe. Ich glaube, auf ein paar Sachen gehe ich schon auch noch genauer ein. Aber ich präsentiere euch heute kompakt 2 bis 3 Stunden ein tolles Material. Und darum müssen wir da viel durchboxen. Okay, jedenfalls der wilde Mann, ja, der hat einen Brunnen hier stehen. Und dieser Brunnen ist hier nicht mehr zu sehen, dann in der Gegenüber von dem wilden Mann Gasthaus. Aber er existiert schon noch, den haben sie beim Festspielhaus hinbracht. Und das Festspielhaus ist auch ein sehr, also die Hofreitschule, sagt man ja auch. Aber da wurde ja die Zauberflöte aufgeführt. Wir kommen immer auf die Zauberflöte hin, auch in Salzburg. Sicher ist es jedem bekannt, dass der Mozart die geschrieben hat, aber wie viel Symbolik da in Salzburg verbaut ist mit der Zauberflöte, schon bemerkenswert. Zumindest schauen wir mal zum Brunnen hin. Ich glaube, da haben wir jetzt in der Getreidegasse alles hin. Genau, schauen wir mal zum Festspielhaus, wo eben die Opern und zu Weihnachten und alles da ist. Da seht ihr den Brunnen jetzt. Und da in der Mitte oben, da steht der wilde Mann. Zur Geschichte vielleicht, ja. Vielleicht wollen wir ein bisschen reinschauen oder waren wir noch ein bisschen zu früh. Gehen wir noch ein bisschen näher ran. Okay. So. Da.
Aber ich sage das jetzt noch ein bisschen genauer, weil ich denke mir, wir könnten das auch ganz clever machen, indem wir hier, da habe ich die Internetseite vorbereitet von Wilden Mann Brunnen und da haben wir so natürlich jetzt die Informationen, wo es alles geht. Und wenn es euch interessiert, ja, drückt es auf Pause und dann lest das durch. Und nachher, genau, habt ihr die Infos vom Wilden Mann. Ich habe nicht wirklich viel Material. Wenn ihr auf alles so genau eingehen würde, dann ja, wären wir sonst nicht fertig. Dann dauert es ewig, der Livestream. Genau. Also, dann verlassen wir die Getreidegassen, haben jetzt verlassen, wir sind zum Festspielhaus weitergewandert. Festspielhaus ist hier, da, das ist die Hofreitschule. Früher war hier kein Dach, das war ein offener Hof. Schaut euch dazu alte Bilder an im Internet, schaut echt bemerkenswert und toll aus. Aber wir schauen jetzt mal kurz zum den Ordner. Da haben wir es, das Festspielhaus. Ich bin da heute mit dem Fahrrad schnell vorbei hingefahren, aber ich mit Critical Mass unterwegs war. Auf dem Lenker seht ihr auch den Critical Mass Aufkleber. Und das Erste, was da schon auffällt hier, ist schon der Janus, ja. Das dreiköpfige Bewusstwesen. Die Trinität von der Schizophrenie, könnte man sagen, ja. Ja, genau, die Trinität der Schizophrenie. Natürlich, man muss ja auch noch eines bedenken, ja. Salzburg wurde nicht von einem normalen König regiert, ja. Der war es nicht so 100, dessen. Natürlich waren die Erzbischöfe, Mönche, Priester, die was sich am hochheiligsten und frömmsten gegeben haben im Mittelalter und in Renaissance und so weiter. Die Könige durften schon etwas freier leben und da kann man schon nicht oft verdenken, dass in den Schlössern und Klöstern so mystische Figuren verbaut waren, ja, die was wir eben heute sehen. Aber Salzburg wurde eben von Erzbischöfen regiert. Erzfürstlich-bischöfliche ja, Würdenträger, das ist was weit über den König drüber steht, ja. Das ist schon, der nächstmächtigere ist schon fast nur noch der Papst. Und dass die da eben so viele okkulte Symbole eingeben, aber dann in der Bibel gepredigt haben, ja, du sollst keine Götzenbilder neben dir haben, ja, das ist dann schon auch irgendwo ein Paradoxum, ja. Was schon weit, wenn man wirklich ein gläubiger Christ sein sollte, von der Strenge der damaligen Zeit, schon Götzenbilder nicht zu suchen gehabt hätten, sollte man meinen, ja. Und naja, gehen wir mal weiter. Wir sehen hier, es wird sehr interessant, was halb Gruseliges ist hier im Eck verbaut, ja. Das ist das ganze Festspielhaus da. Und jetzt fahren wir da so rein. Genau, jetzt mache ich mal Stopp. Oder nein, das habe ich eh gefilmt. Und hier rechts rauf geht eine Treppe und da seht ihr dann eine Schlange eingebaut. Eine riesengroße Schlange. Also man kommt da auf den Mönchsberg rauf, wo die Festung oben ist. Und dann kommt man nicht drum rum, diese Schlange passieren zu müssen. Da bei der Zunge zischelt so, hat so früher so eine Metallzunge gehabt, aber die ist halt alles schon ein bisschen abgenutzt auch. Ja, und das ist hinterbei eine Treppe und da geht man rauf und dann kommt man zu einem Mönchsberg rauf. Und jetzt schwenke ich da zu einer Stelle, so in einer Einkerbung im Berg. Und die ist leer, wie man sieht, gell? Das ist Nähe des Festspielhauses. Ja. Kennt ihr die Oper Carmen? Also die Oper Carmen wurde ja auch schon im Festspielhaus aufgeführt und ist sicher sehr bekannt. Da geht es um eine Frau und einen Stierkämpfer und die sind verliebt und da gibt es einen Neider. Und um es kurz zu sagen, einfach der Neider bringt vor lauter Eifersucht, weil sie die Carmen nur den Stierkämpfer haben will, beim Stierkampf um.
Und diese Carmen hat ein komplett blutrotes Kleid an. Und wenn man mal schaut, Freimaurer, die haben zwei Hauptfarben. Denn es ist rot und es ist blau. Die rote Loge und die blaue Loge. Wer jetzt sagt schwarz-weiß, da sagt man eigentlich, es ist keine Farbe. Also kann man streng genommen sagen, sind dann diese vier Eigenschaften an Farbschattierungen eben bei den Freimaurern bemerkenswerterweise da. Und da stand die Carmen drinnen. Die kann es euch nur zeigen. Vielleicht wird sie nur restauriert und wieder zurückgestellt. Schauen wir mal nach. Aber vor Jahren habe ich da auch schon ein Video gemacht. Und da steht sie noch drinnen, seht ihr das? Und eben das rote Kleid. Gerade bei Frauen mit roten Kleidern gibt es sehr viele Stücke und Bilder und so. Und das hat schon nicht, ja, doch auch einen rituell kultischen Charakter, oder? Genau, und da seht ihr eben noch einmal die Schlange. Ah ja, da seht ihr eben die Treppe, da geht wieder runter. Und da eben hat sich die gezüngelte Metallzunge rausgezeigt. Und eines vielleicht ist noch auch interessant beim Festspielhaus, da so ein Eingang hier. Also ja, man sieht da sechs Engeln, riesengroße Engeln. Schauen sehr mystisch aus. Da oben natürlich eine Lyra oder so mit. Ja, Hunde oder Löwe, ha? Ist es Hunde oder Löwenkopf? Meine Schlange ist es in dem Fall, glaube ich, nicht. Und schauen wir eben mal zu den Engeln runter. Genau, da. Hier seht ihr die Flügel. Da, da. Ja, jede hat so Masken eben in der Hand. Ist euch das aufgefallen? Natürlich sind wir beim Theater, ja? Die Persona, die Maske aufsetzen. Und lauter verschiedene Charaktere der Masken. Sehr fröhlich. Ja, halbwegs neutral. Und der ist schaut ein bisschen geschockt rein, diese Maske. Okay. Sagen wir mal, das Festspielhaus angerissen. Wenn Sie mal live hinschaut, ihr werdet noch viel, viel andere Sachen da entdecken. Aber ich kann nicht wirklich alles zeigen. Von allen Sachen, was ich euch zeige, gibt es nur, wenn es direkt dort einen Satz, noch viel mehr andere Details zu entdecken. Aber weil wir so viele Plätze haben, machen wir es auch häufig gesagt ein bisschen schneller. Es gibt bei uns viele Gaststätten, ja? Den Höllbräu, den Gablerbräu, Sternbräu, nicht nur so den Zirkelwirt und noch so andere. Und der Höllbräu, das ist, der hat den ältesten Brunnen von Salzburg drinnen. Also ohne diesen Brunnen hätte es zum Beispiel eben Salzburg so nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob die Leute direkt sonst aus dem Salzwasser genommen hätten, aber schauen wir einfach mal hin, damit ihr seht, was ich meine. Von außen schaut der Höllbräu so aus. Der hat beim Eingang, da den Teufel drauf. Jetzt heißt es Hotel Altstadt, aber vor, ja, war das 1500 14, oder 1300 sogar schon, dass da noch das, der Höllbräu war. Der Höllbräu war. Und Hotel Altstadt hat sich die Mühe gemacht, dass die historischen Eigenschaften noch erhalten blieben sind. Beim Gablerbräu war ich sehr schockiert. Da kommen wir dann drauf hin, aber die haben auch renoviert gehabt und die haben sehr viele historische Sachen zerstört dabei. Und da seht ihr auch eben, Höllbräu steht da, das ist das historische Schild. Dafür ist ja Salzburg auch bekannt, für seine Firmenschilder. Und das ist der Erzengel Michael. Mit dem flammenden Schwert in der Hand. Vor vielen Jahren war der ganz lange Zeit abgebrochen, dieses Schwertstück. Aber jetzt haben sie es renoviert. Super. Mittlerweile ist sogar ein Netz drumherum, damit die Tauben das nicht so zerstören. Und das ist jetzt schon eine sehr alte Aufnahme wieder.
Genau. Und zum Beispiel, das ist ja zwei Eingänge der Höllbräu. Da gibt es zum Beispiel noch diese Straßenseite. Wenn man da mal, das ist sehr interessant, jetzt wird es auch hochinteressant, das ist die Salzachseite. Da haben wir da den Teufel auf der anderen Seite so dargestellt. Ups. Seht ihr das? Fällt euch das auf? Da haben wir schon wieder ein Auge. Sogar mit einer glühenden Pupille. Super. Wow. Sehr effektvoll gemacht. Muss man ja noch lassen. Ja. Da ein bisschen Seitenperspektive. Das ist so das Gerstenkorn in Auge jetzt, konnte man sagen, oder? Ja, und da jetzt, wenn man reingeht zur Rezeption, direkt hinter der Rezeption sieht man da den Brunnen. Das ist der erste Brunnen von Salzburg. Mal ein bisschen näher ran, was ist da drauf? Kann das ein Engel sein oder ist das ein Wassergott? Oder nur einfach ein Kind? 1682. Und das Sonnensymbol. Und ja, da hab ich noch gar nicht mal wirklich drauf geachtet, was da ist. Okay, haben wir dann alles von Hellbräu? Wie gesagt, die Geschichte ist interessant und alles. Googelt's danach und oder schaut's eben direkt hin. Dann, das kommen wir zum Gablerbräu. Sehr, sehr interessant, aber hat mich natürlich. Ups, so schnell wird ja nicht eine Dicke, gell? Das machen wir nochmal dem Google Earth auf. So. Okay, beim Gablerbräu bin ich sehr enttäuscht gewesen. Die haben wir renoviert. Und wir wissen ja eben, habe schon erwähnt, der Mozart war eben bei den Freimaurer. Und in Gablerbräu haben sie sich die damals mit anderen Berühmtheiten der Mozart wie einen Stammtisch im Gasthaus bei Gablerbräu getroffen. Und da haben sie sich mal an einem Tag was einfallen lassen, der Mozart und andere Leute, haben sie den Ton wirklich, ja, wie sagt man, humanitär klug, weisheitliche Texte verfasst. Ganz kleine, so große Fliesen sind dann dadurch entstanden. Du siehst handschriftlich, wie der Mozart da was reinkriegt hat in Text und steht unterschrieben mit Wolfgang Matthias Mozart. Viele andere Berühmtheiten an der Wand, schön, dann eingemauert. Und bei der Renovierung haben sie es komplett weggemacht, komplett zerstört. Was noch weggemacht haben, da möchte ich aber zuvor noch gleich erwähnen, ja, ich bin kein Freimaurer. Ich bin kein irgendeiner anderen Orden oder Geheimbund, ich bin in keiner Partei, ich bin kein Burschenschaftler, ich bin ein Mensch, ich bin nicht links, nicht rechts, nicht grün, blau, rot, schwarz, gelb und etc. Ja. Aber ich finde es komisch, dass man drinnen, gibt es doch nicht, sag's gleich, ein Gemälde und da haben sie zwei fechtende Burschenschaftler abgebildet gehabt, wo der eine dann tot auf der Wiese liegt. Diese Gemälde sind alle noch komplett drinnen, aber nur diese Szene, diese kleine Szene in dem großen Vielzahlbild, ist der Burschenschaftler aus der Wiese rausradiert worden, also grün überpinselt. Ich finde es nicht mehr. Und das, ach ja, ich habe früher die Fotos gemacht gehabt davon. Aber wie ich damals den Harvey Friedman gefilmt habe, ich will nicht sagen, dass deswegen so ist, aber ich finde es halt auch komisch. Da bin ich der Polizei mit der Kamera damals hinterhergerannt. Da ist mir die Festplatte auf einmal zerstört gewesen zu Hause. Und da waren alle Fotos drauf von Gablerbräu damals, wo man eben das mit dem Mozart nur gesehen hat. Aber ein paar andere Sachen, was da in den Gablerbräu interessant sind. Sieht man schon noch. Also da seht ihr es ja, Gablerbräu. Das Interessante ist ja auch, eben früher waren ja Gabeln von der Kirche aus oft sehr lange Zeit verboten, weil sie etwas mit dem Teufel zu tun haben. Vor allem die dreizackigen Gabeln, ja. Weil das ist der Dreizack oder die Missgabel von Teufel oder die Dreizack von Neptun.
Und so kommen wir wieder von Höllbräu auf den Namensgebung Gablerbräu doch wieder in einer Verwandtschaft hin. Ja, weil es eben damals auch von Teufel angesehen war, die Gabeln zu benutzen. Ja, und was finden wir da drinnen? Schauen wir mal gleich direkt zu der Hauptstube rein. Da. Da seht ihr das. Dieser Teufel, der was an Menschen nimmt und zwingt, eine ganze Flaschen Ex zu trinken. Und der Engel hinten, der spielt eine Melodie. Da seht ihr die Hörner. Das ist der Mensch, der Kopf. Und der drückt der Teufel eher die Flaschen hin. Und wenn man sieht, nicht freiwillig, weil die Hand darauf halt beim Teufel so dagegen. Und das macht man nicht, weil es eine freundliche Geste ist, was der andere gerade mit mir macht. Also Gablerbräu Teufel. Höllbräu. Interessant, gell? Ja, das ist auch wieder eben da gegenüber so Brunnen. Hat so eine ähnliche Form wie der eben dort, aber schon mit anderen Symbolen. Da der Engel spielt da und hilft nicht einmal. Dabei sind die Engel sind ja so nett und helfen, oder? Dem Fall halt mal nicht, okay. Wenn man drinnen ist, ein interessantes Fenster. Da kommen wir jetzt zu den Bildern, wo ich gesagt habe, wo sie den toten Burschenschaftler rausgelöscht haben und die, was eben von einem Fechtduell herausgefordert worden ist. Da diese Bilder, da sind unzählige Sachen zu sehen. Der ist lustig, gell? Da seht ihr es. Eins haben schon lassen, diese Szene. Da sieht man Burschenschaftler beim Stammtisch. Man mag halten für einer, was man will. Mit denen habe ich mich bis jetzt am wenigsten beschäftigt. Ich weiß nicht, ob. Ich weiß nur, dass es unendlich viele verschiedene Arten von Burschenschaftler gibt. Was sich schon immer manchmal auch von der Art und Weise unterscheiden. Da weiß ich. Vielleicht könnt ihr es bitte in die Kommentare dazu schreiben. Das darf mich wirklich interessieren. Ah ja, und wegen einem Chat. Das habe ich ja zuerst erwähnt gehabt, wo ihr mich nicht gehört habt, weil ich gemutet habe. Entschuldigung, gell? Grüßt euch alle miteinander, freut mich, dass ihr dabei seid. Die Fragen, die werde ich dann eher mehr am Schluss durchgehen, was ihr da habt und die Bemerkungen, weil ich wirklich so viel zum Zeigen habe und sonst dauert es zu lange erstens und sonst komme ich noch mehr durcheinander. Ich bin am Anfang schon so verwirrt gewesen durch das lange Radfahren heute, aber es geht schon wieder. Naja, okay. Ein schöner Kamin natürlich drinnen, da ist außer Szenenbilder. Also es lohnt sich da reinzugehen. Na gut, das vom Motor kann man leider nicht mehr zeigen, das wurde vernichtet. Und auf den Weg heute habe ich schon gesehen, ist vieles weg, was ich noch früher aufgenommen habe. Also es so, als waren irgendwo mehr Spuren beseitigt. So, in der Getreide gibt es durchaus auch so ein komische, es ist wie außer ein Trogbrunnen und unten waren lauter Totenköpfe, ganz grausige, mit Fledermausflügeln. Nur der Schädel mit Fledermausflügeln hinten drauf. Aber die sind weg. Die sind weg. Und die waren auch auf der Festplatte, die es leider nicht mehr gibt. Aber sei es drum. Sternbräu ist auch sehr interessant, muss man sagen. Da auf dem Sternbräu. Da möchte ich vielleicht was erwähnen, das was auch irgendwie magisch vorkommt, aber da komme ich erst später drauf hin, wenn wir zu den Illuminatenaugen kommen. Also beim Sternbräu haben wir drinnen sehr interessante Gemälde. Da zum Beispiel Verbrennung einer Hexe auf der Richterhöhe am Fuße des Kapuzinerberges. 1400. Bumst, ja. Warte, da sehe ich meinen Stream nicht. Das muss mir ja noch beurteilen. Genau. Also Hexenverbrennung, ganz schön gruseliges Thema. Aber interessant historisches Ding, dass man mal sowas sieht auch. Da der Richtplatz, der Scheiterhaufen, die arme Frau, die Heil. Ja, die weise Frau mit den Heilkräutern. Was wir heute noch über Heilkräuter wissen, das ist auch das, was wir heute noch wissen, verblasst dagegen.
Ah, im Vatikan ist der, glaube ich, da werden wir schon mal kriegen. Bauernaufstand um 1523. Die Bauern vor den Salzburger Dom. Bauernaufstand, also hat auch viel mit Rebellion, Revolution zu tun, da bei den Sternbräu. Interessante Bilder da drinnen, gell? Bauernaufstand. Salzburg um 1550, ja, da ein aufständischer Bauern belagern 1525 die Festung Hohen Salzburg. Aber das konnte ich nur in dem Schriftzug jetzt euch zeigen, weil drunter hinten, ich war in der Nacht dort und die Lampen haben so gestrahlt, dass das Bild so überstrahlt wurde. Da hat man noch unten nichts gesehen. Ja, das sind so Erzbischöfe. Und auf dem Sternbräu kommen wir dann später noch zurück mit einem interessanten Indiz, würde ich mal sagen. Was haben wir hier? Oh, genau. Die älteste nicht Bücherei, hätte ich jetzt gesagt. Ja, wie sagt man, wo man Bücher kaufen kann? Es heißt Buchhandlung, genau. Also die älteste Buchhandlung von 1594. Also 1594, ab diesem Tag an konnte man Bücher kaufen. Ihr wisst, 14. 92 herum, auch so herum, wo Kolumbus natürlich Amerika entdeckt hat. 100 Jahre vorher wurde der Buchdruck erfunden und 100 Jahre danach natürlich hier die erste Bücherei mit der Eule drauf. Illuminaten und Eulen, Freimaurer und Eulen, die Symbole sind überall dort drinnen. Und das ein Auge auch bei Freimaurer und Illuminaten. Die Eule wirkt für mich irgendwie einäugig. Also wenn das Auge halt beschädigt worden ist, hat das wer absichtlich gemacht oder nicht? Aber schaut mal, wie das da runtergerutscht ist. Da sieht man die Roststelle. Ich weiß nicht, ich sag's gleich. Ja, blüpp-di-dü. Was haben wir da noch an Fotos da? Okay. Das ist die nächste Eule. Witzig, gell? Das ist die Münze. Ich kann man eigentlich sagen, das ist eine Münze mit einer Eule drinnen. Und wenn man es ganz genau betrachtet, ist das die Münze der Athene. Also die Eule ist, das ist die Eule der Athene. So muss man es jetzt richtigerweise ausdrücken, ja? Die Eule der Athene. Da, das Füllhorn mit dem Geld. Bös. Keine Ahnung, was das heißt. Ich habe viel Tourismusführer gefragt. Die haben keine Ahnung. Wenn das wirklich mal wer weiß, bitte, das ist mir das Allerwichtigste. Das möchte ich am allerersten wissen, was das ist. Und von wann das ist. Und wer das dahingestellt hat. Es ist so in der Judengasse. Die Familie Bös geheißen oder. Es wirkt auch wie so das O mit die Herren da oben drauf, oder? Ja, ich rede nur von Indizien, ich tue nur spekulieren, das sage ich jetzt gleich in dem Fall, gell? Na gut, das ist das alles so in der Altstadt, ja. Mit der Maus muss ich mich orientieren. Da seht ihr es eben, AOE von der Athene, da. Das schaut echt faszinierend aus, finde ich. Na gut. Dann. Das ist eigentlich wieder eine Vermutung von mir. Da gibt es auch so einen großen Tordurchgang zu einem Innenhof, wo rundherum in den Hof natürlich so Büros und Wohnungen drinnen sind und viele Architekten drinnen wohnen. Architekten, Freimaurer. Und das Interessante ist auch, dass draußen steht, wenn ich mich nur so erinnere, wenn ich, aber so ähnlich heute, Tür 1 außen und Tür 2 und 3 drinnen, die Zahl 23. Ja, okay, das muss man jetzt sehen, das habe ich leider nicht mehr auf Foto, das ist mir leider auch auf der Festplatte gelöscht worden vor Jahren. Aber dieser Löwe hier,
Er schaut sehr phönizisch aus, oder? Gerade die Phönizier, uralte Religion, Mithras-Kult und ganze so Sachen. Mein Mithras haben auch die Griechen gemacht, auf das kommen wir auch noch. Aber zumindest schaut dieser Löwe sehr schräg aus. Schon die Krallen wirken so händehaft. Da, das ist unterbei noch eingemeißelt, wem es interessiert, unter den Löwen. Und da haben wir wieder die älteste Bücherei, der Höllriegel. Genau, die Bücherei hat ja einen Namen, die Buchhandlung, die älteste in Salzburg, hat den Namen Höllriegel. Alles, was so bekannt und berühmt ist in Salzburg, das älteste ist, hat was mit Hölle und Teufel zu tun. Eigenartig, oder? Da lässt es ja Höllriegel, Buchhandlung. Echt schräg finde ich das, die andere Seite hier zu sehen. Alpha und Omega in Büchern und Musiknoten. Was ist nicht, welche Melodie das da sein soll? Jetzt habe ich ihn auch noch nicht so nachgeschaut. Jedenfalls die älteste Bücherei, auch sehr mythisch, kultisch, war im Logen behaftet. Eindeutig, sagt man mal, in dem Fall. Aber ist ja eh klar, die Reichen damals konnten sich sehr leisten, logenhaft zu leben und Bücher zu lesen. Frauen war es ja nicht einmal erlaubt zu lesen, vor allem die Bibel auf Deutsch zu hören. Erst ab 1500 dann schon. Ja, also beim Festspielhaus, da waren wir schon. Ja, im Vergleich da in Schloss Glessheim, da der Pan. In jedem Schloss, und gerade ein Schloss Mirabell auch, wenn man das von der Luft sieht, da gibt es das Labyrinth. Und von oben ist sind diese Hecken, nicht wie sonst immer, wo man sieht, schön gerade in Allees von Schlössern, sondern Pentagramm. Aber wir bleiben erst einmal, jetzt wird es sehr interessant. Schauen wir mal, wir reden ja immer viel davon, wo diese Freimaurer gelebt haben und diese Logenbrüder. Und auch die Ritter, meine, es gibt, wir haben von Templerkreuz haben wir auch schon gesehen, also die Ritterorden, ja, die haben viel gelebt, aber irgendwann mussten sie auch sterben. Und ja, was passiert dann, wenn man stirbt? Man bekommt ein Grab. Zwei Gräber, Friedhöfe, der Petersfriedhof und der Sebastiansfriedhof in Salzburg. Petersfriedhof ist in der Altstadt. Der Sebastianfriedhof, der ist in Neustadt, also andere Seite der Salzach. Und wenn man gerade lange in einem Geheimbund tätig war, ja, dann möchte man ein Grab haben, dass man sagt, was man war. Schauen wir mal zum Petersfriedhof. Okay, wir möchten aber die Augen sehen. Da, genau. Fällt es euch schon auf? Hier, das ist Beispiel ein Grab da beim Petersfriedhof. Wir können ja mal näher rangehen. Ja, seht ihr das? Also bei heutigen Gräbern sehe ich das nicht mehr. Modernen Gräbern. Das ist eigentlich nur bei uralten Gräbern aus der Renaissance und so. Schaut steil aus irgendwie, gell? Die haben sich schon kunstmäßig, also die Kunst ist ihnen ja sehr wichtig, dass diese Symbolik, beste, ob man jetzt, man diese Logen, sie betreiben Magie, machen Alchemie und ob man daran glauben will oder nicht. Fakt ist, sie glauben daran, dass es sowas gibt, ja, und bei diesen rituellen Handlungen geht es nicht nur immer koscher zu, mal auf, wenn man so sagt, ja, also es gibt auch so, ja, von satanischen bis zu weiß-lichtvoller Magie, wo es die praktizieren, und wie gesagt, es kann jetzt mal wirklich egal sein, ob wir daran glauben, dass so etwas existiert, an Magie, oder ob wir daran nicht glauben, sie glauben dran, und da, das bei den Geheimen ist halt natürlich dann sehr problematisch, da dann auch die Satanisten auch ihre Sachen machen können.
Und da können wir noch so lange nicht daran glauben, dass es Magie gibt. Manche grausame Sachen könnte man schon trotzdem verhindern zu versuchen. Aber trotz alledem auch nicht alles zu verteufeln. Es gibt auch die Gegenseite, die lichtvolle Seite, und die hat sich auch in Geheimbünden zurückgezogen, um nicht eliminiert zu werden von der schwarzen Kabalenseite. Ja. Also nicht alles gleich verunglimpfen, veruntreuen. Tempelritter zum Beispiel gibt sehr die meisten Sympathisanten, würde ich sagen, von den normalen Menschen, die von Geheimbünden gehört haben. Aber auch einigen wenigen Menschen sind die Tempelritter wiederum sehr unheimlich, ja. Aber die Tempelritter schneiden auch so am besten ab. Essena und die Katara gibt es natürlich auch noch, ja. Die, was eigentlich sehr beliebt waren. Schauen wir mal zu einem anderen Grab. Bevor wir so viel reden, da diese Augen, hey. Das ist schon gewaltig, oder? Dann hier, so eine Form. Mit einer Taube drinnen. Das Dreieck eben. Und schauen wir mal vorher, was da noch drauf war. Genau, da würde ich noch den Petersfriedhof erzeigen. So schaut er aus. Da habe ich mehrere Fotos einfach mal zusammengehängt, dass man. Weil das ist sehr eng und der ist sehr schmal und klein, ja. Und hinter in Mönchsberg, ragt gleich seitlich entlang, und da gibt es Katakomben drin, interessante. Ah, teilweise gruselig. So richtig im Berg drinnen Katakomben, wo sie sich zurückgezogen haben in Krisenzeiten und auch ihre Bischöfe drinnen zum Sterben reinbaut haben. Genau, und bei diesen Augen waren wir dann schon. Und hier sieht man so eine Fledermaus. Das sieht man extrem oft. Irgendwie, oder sogar eher wie ein Flughund. Oder es gibt ganz viele Gräber mit sich in. Ja, kann man simpel doch sagen, gruselig, oder? Wenn man so eine Fledermaus auf sein Grab hat. Zählt ja zu den Tieren nicht nur der Nacht, sondern der Vampire und Blutsauger und was ich was, oder? Ich möchte sowas nicht auf mein Grab haben. Da ein bisschen aus der weiteren Ansicht, das sind die Familienwappen mit eingebaut. Hier aus der Nähe. Und hier. Das ist das bemerkenswerteste Grabstein von St. Petershof, meiner Meinung nach. Ist euch schon aufgefallen, dieser Grabstein? Also, der ist echt der Hammer. Hier. Bong. Die Dreieck. Das Dreieck. Der Totenkopf. Winkelmaß und Zirkel. Und den Hammer haben sie braucht, um einen Würfel bei der, wenn sie eingeweiht werden, müssen sie auf diesen Stein, der viereckig ist, auf einer Seite perfekt und eine Seite ist noch unvollendet, und da muss er dann so draufschlagen. Das, was glaube ich ja bedeutet, hat man die Stemmeisen und so den Hammer, und dass das nie vollendet ist, das Werk in dem Sinn von dem. Ja, das gehen wir mal so runter, dass du dann einfach mal auf Pause drücken kannst und das nachlesen. Aber wir müssen da durchzischen. Gut. Aha, da gibt es noch ganz, ganz tolle andere Gräber. Wie gesagt, da. So, da, zack, 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 da. Der Obelisk. Und wir haben wieder Winkel und Zirkel. Auf allem die, nicht nur Pyramiden, auch viele Obelisken sind ja ganz wichtig in diesen Logensymbolen drinnen. Sekt, ups, nicht so schnell. Winkel und Zirkel. Cool, gell? Ich meine, cool in neutral relativen Sinne betrachtet. Ja. Ist nur so ein Wappen. Ah, zwei Hände.
die geheimen Handgrüße. Man beten ist es nicht. Da wieder Obeliskform, ne? Rip, Rest in Peace. Was heißt das da auf Deutsch eigentlich? Ich habe nur das Rest in Peace im Kopf. Ha? Da auch. Viele Obelisken. Nur die Reichen nehmen sich eigentlich Obelisken oder Berühmten. Also ein normaler Mensch hat so normal da rechteckig und oben abgerundet. Machen wir mal näher ran, oder? Okay, wenn es auf Pause druckt, könnt es viel besser lesen. Das ist schon fast pyramidal wieder. Hochinteressante pyramidale Ding. Ah, da wäre ich schon böse. Okay, ja. Hier. Fällt es euch auf? Nur weit weg, gell? Da, das wirkt wie ein Wirkel und ein Zirkel. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Aber die Knochen da, oder? Sind die nicht gruselig? Werkzeuge. Und diese Schädel da mit den Fledermausflügeln da hinten, gibt es ganz viel Symbolik. Nicht nur auf Gräbern, eben auch in der Getreidegasse war das einmal durchaus angebracht. Aber das ist verschwunden. Das verstehe ich nicht. Mal schauen, hoffentlich wird es auch noch renoviert und kommt irgendwann mal wieder zurück. Man, außer es war da negative Energie, dann soll es weg, okay. Dann war es gut getan. Und wir haben es auf Fotos archiviert, passt auch. Ach nein, so ist es auch nicht. Hoffen wir es halt. Da schaut sich das Skelett an. Damals war man noch viel, viel direkter, wenn man einfach mit der Darstellung mit dem Tod angeht. Vielleicht haben sie es einfach am Mann wollen. Macht er aus deinem Leben was wirklich Gutes, denn es ist in dem Sinn nur einmal dein Bestehen hier in dieser Form. Aber nach der Wiedergeburt wieder eine neue Art von Leben erscheint, natürlich. Ja. Ja, die haben so die Totenschädel in den Armen drinnen. Nicht schlecht. Ja, jetzt kommen wir so zu den Ritterorden. Also gerade die Ritter hatten in einem Wappen auf den Helm abgebildet, immer so wie zwei Hörner und da ist immer was rausgekommen und je nachdem, wo er was er war, ob er auf sein Gut viele Rinder gehabt hat und die Bauern, was für ihn als Leibeigene die Rinder gehütet haben oder andere Körner und er hat noch natürlich auch gekämpft und so weiter. Erkennt man eben an die Formen hier, seht ihr es da, der Helm, der hat interessante Flügel drauf, da schaut gleich so ein Löwe raus, der hat die Sonne in der Hand. Das ist sehr, 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 sehr mystisch, magisch, mystisch, okkulte Sachen. Haben diese Ritterorden da in extremster Weise dargestellt. Da wieder der Löwe mit der Sonne in der Hand. Die Königslilie hat er sogar mittragen dürfen. Das war eine hohe Auszeichnung. Also mehr konnte man dann fast nicht belohnen als von einem König oder Fürsten als Ritter, wenn man die Lilie mit reintragen durfte in sein Wappen. Da der Helm hier, der wirkt wie so ein Zwerg mit der Mütze, ha? Der was mit den Untersbergler zu tun.
Naja, das ist einfach so eine mittelalterliche normale Mütze, oder? Ja, was auch immer da jetzt ist. Ah, da haben wir, ja. Voll schräg. Und eben dort der Totenkopf wieder unten drin. Dort wieder der Helm mit so einer Art Hörner. So, schauen die Hörner aus, nur nicht spitz eben immer. Die haben immer da vorne wie so ein Trompetenfortsatz, könnte man sagen. Da sind immer oft so dazwischen bestimmte Figuren. Große Kunst, das muss man schon sagen, wie die Bilder da gestaltet wurden, die Abbildungen. Aha. Da auch viele Flügel enden oft auf den Hörnern, sage ich, fangen an bei den Helmen. Da haben wir jetzt dort den Stern hier drinnen, das erinnert mich an den Sternwirt. Gell? Vielleicht haben die was mit dem zu tun. Sternbräu meine, Sternwirt. Da die Faust, so. Und es gibt ganz oft, und da drinnen so ein Stab, der was so verwuselte Äste hat. Das haben wir auch ein paar Mal jetzt schon gesehen. Das ist so, was das bedeutet, wenn dort diese Baumstämme haben. Unten sieht man, er hat einen Stab, unten die Wurzeln verästelt und oben die Äste, ja. Aber ohne Blätter meistens, glaube ich sogar. Aber der hat gar keinen drinnen, ha? Was hält der? Der hält nichts, der hat nur die Faust. Okay. Aber da sieht man es genau. Das schaut schräg aus, oder? Bin schon gespannt auf die Chat-Nachrichten, was da schreibt. Ich werde es euch noch vorlesen und werde darauf antworten. Ich verspreche es euch schon. Geile Bagger. Da das Einhorn. Einer der hochmythischsten Wesen, was es generell gibt. Ja. Da ist Kryptozoologie nichts dagegen. So, ich glaube, der Citticus, oder, hatte das Einhorn in seinem Wappen auch. So, Marcus Citticus, der Erzbischof, fürstlicherweise in. Da wieder anders mit den Baum. Ist das ein Baum oder Bäumchen? Was ist ein Riese dann? Ja, und hier haben wir da die Königslilie auch, also wirklich ein extrem großer Würdenträger. Und bei der, da schaut gleich ein Kreuz raus, jetzt bei den Ritterhelm. Ja, obwohl ich vom Kreuz nichts halte. Das ist ein Schwert im Boden gerammt, dass der Tote nicht auferstehen kann, oder? Hoffentlich nicht. Ah, bei Minecraft ist kein Kreuz. Der Äskulapstab mit der Schlange hier drinnen. Einhorn. Das ist so einer der beeindruckendsten überhaupt. So, das ist ein Einhorn. Irgendwie pferdmäßig schaut es halt aus, das Wesen. Aber Äskulapstab mit der Schlange. Gott, die Schlange sieht man ganz oft. Und der sechszackige Stern eben. Okay, das haben wir jetzt am Ende. Und das hatte ich euch eh auch gezeigt. Genau. Und jetzt kommen wir zum Sebastianfriedhof in Neustadt. Haben wir jetzt auch wieder interessante Augen, oder? Ein Sebastianfriedhof. Schräg. Wie detailgenau und dreidimensional das Auge da nach außen schaut, ja. Es ist ein Hochrelief. Hochrelief ist immer die schwerste Form der Steinhauerkunst, also wie das Tiefrelief. Vor allem die genaueste Arbeit und schönste. Der Ororobus, die Schlange, was in den Schwanz beißt. Null christlich. Überhaupt nicht christlich. Wie viele Hexen, wir haben es ja gesehen, da kann man wirklich mal nachdenken und fangen in Sternbräu die Hexendarstellung von ihrer Verbrennung.
dargestellt wurde, ja. Weil man ja heidnisch und mit dem Teufel im Bund ist. Und die haben auf ihren Gräbern Aurorubus. Damals halt. Interessant, gell? Über Aurorubus brauche ich euch nicht viel erzählen. Wenn es euch interessiert, googelt es noch. Ich weiß schon, aber es geht auch um die unendliche Energie, aber auch um die Ende der Schöpfung. Da haben wir also jetzt auch ja, die liegende 8 mit dem Aurorubus in Vereinigung doppelt für Energie, was im Kreislauf ist. Das ist wieder ein anderes Grab, eben daneben. Und da oben war der Aurorubus und da wieder ganz viele Augen. Das ist eine schöne Holzschnitzerei. Kennt ihr das? Die Triade. Wo ist etwas Kälteres drinnen und mit so verschnörkelten Verschnörkelungen verziert. Nicht die Triade mit der Mafia, die chinesische. Die hat erst viele Jahre, Jahrhunderte später erst den Namen bekommen. Also sich angeeignet. Vermute ich halt, oder? Wenn ich sicher bin, mal nicht. Tja, das ist das Grab oder die Gedenkstätte von Paracelsus. Ihr kennt sicher den Paracelsus, der gesagt hat, zum Beispiel, die Dosis macht das Gift. Also ein großer Arzt war, Alchemist war, Magier, Mystiker war, angesehener Heiler. Und viel mit Quecksilber experimentiert hat und an Quecksilber vergiftet und gestorben ist. Ja, er hat gesagt, die Dosis macht das Gift. Aber er hat zumindest einen Obelisken bekommen, oder? Nicht der Paracelsus. Hier, die Einschrift. Gehen wir mal näher ran. Sieht man noch, wie die Leute Blumen auch noch heute vorlegen. Er war schon ein großer Mann, der Paracelsus. Der hat viel getan. So, da. Und wie gesagt, druckt es auf Pause, wenn ihr es noch einmal genauer lesen wollt. Da, das ist auch ein interessanter Obelisk. Jetzt kann man mehr so Gemälde auf Gräber drinnen sehen und eben diese Pyramiden. Die schaut dann schon wieder so altarmäßig nämlich richtig aus. Also so bei jedem Altar in jeder Kirche, machen Menschen tun immer so überrascht, wenn so in einer Kirche bei einem Altar, wo das Kreuz dahinter steht, ist auch hinter dem Kreuz oft ein Gemälde und da ist immer das allsehende Auge mit eingezeichnet. Und das findet man in jeder Kirche oder zumindest beinahe jeder. Da sieht man schon wieder Freimaurer, Illuminaten, die katholische Kirche, alle benutzen sie dieses Symbol. Die haben alle die gleichen Symbole. Sie haben sie eigentlich immer nur neu erfunden, und, um am Leben bleiben zu können. Und die reiten da auf den Kreuz über Salzburg. Die hat da eben das Gebäude wahrscheinlich gebaut, das Kloster. Das dürfte das Kloster Nontal sein. Ha? Ist jetzt ein Altersheim, da habe ich mal gearbeitet auch drinnen. Ja, da, auch interessante Form. Also gehen wir mal näher ran. Aber man erkennt nicht mehr viel. Sie sind halt schwer, die Schriften. Und gehen wir näher ran. So. Also ich finde, dieser Livestream wird sicher lange dauern, aber er ist indessen auch so interessant, weil man hier viel studieren kann, das Nachlesen und selbst Ding, wenn man nicht so vor Ort sein kann. Man kann nicht in jedem Land sein, ist halt so. Da, das ist näher ran jetzt, da auch wieder die Triade drinnen. Pyramidale Triade. Ist halt schon sehr verblasst. Ja, auch eben. Interessant. Das ist jetzt da anders. Gehen wir mal da näher ran. Da die Totenköpfe mit die Kreuze, ja. Da kommen wir schon wieder zu der Loge der Skull and Bones, oder?
Die Säulen natürlich, Boas und Joscha oder Jahwe, wie heißen die Säulen von den Freimaurer? Stehen mir ein bisschen blöd. Ich spricht mal anders aus, ich weiß schon. So. Ah ja. Ja, dort der Tod mit der Sanduhr in der Hand. Ich möchte nicht so ein Grab haben, wenn es noch so teuer ist, oder? Da die Sensen. Da möchte ich doch einen schönen Engel haben, der mich bei der Hand nimmt und ins Licht führt. Oder so. Aber der hat halt einfach der Gott die Dreieckhirtel auf. Da. Ah, steil, gell? Ach, das hopft drüber. Bleibst du da? Also die Füße von Tod, so. Ah, dieser Kardinal gewesen, oder? Seht ihr das? Das ist doch ein Kardinalshut. Also 30.000 Florin haben die, glaube ich, gekostet. Das war. Damit hast du Schlösser kaufen können. Also wenn du so Kardinal werden hast müssen, hast du den Hut kaufen müssen. Darum hat der Borgia so viele umgebracht, Kardinäle, damit er viel Kohle einscheffeln kann. Kardinalshüte waren teuer in Erwerb beim Papst. Nur diese Farbe durften dann die auch tragen. Das Purpur. Da, das hat man eben jetzt so gesehen. Hoffentlich hat das jetzt nicht gerauscht mit dem Mausrad. Gehen wir da näher ran. Ja, da schaut sich ja mal das an. Das ist ganz oft und die schaut obergruselig aus. Mit so einer. Wieso muss der Totenkopf da sich teuflische Dämonenflügeln haben? Wenn es um den Tod geht, sollte man doch nicht an die Hölle denken, sondern an den Himmel für denjenigen, oder? Oder denke ich da irgendwie falsch, übersehe ich was, oder? Ich weiß nicht. Ah, ich bin schon so auf eure Chat-Nachrichten gespannt, was ich dann vorlese. Ja, da. Ah. Der schreit sogar richtig. Meistens haben sie immer so den Mund zu. Ja, das ist auch. Ja. Der ist nicht gerade happy, Gott. Ja, hat ihn verloren. Alles ganz berühmte Familien natürlich. Die sind keine Niemande. Die Königslilie. Sag ich's nicht? Keine Niemande. Bischofsmütze. Manche sagen eben, das ist das Fischmaul. Bischofsmütze. Fischezeitalter. Wisst ihr, was ich sag? Das ist ein Schlangenmaul. Weil ein Fisch braucht Wasser. Und habt ihr schon mal einen Priester gesehen, der was in unter Wasser predigt? Also ist eine Schlange. Schaut mal, gibt's mal ein Vatikan Audienzsaal. Schaut euch das Gebot, die Fotos im Internet an. Von außen das Gebäude und von innen. Also außen ist ein Schlangenkopf, von innen ist auch ein Schlang. Da huckt der Papststuhl im Maul von einer zähnefletschenden Schlange. Im Hintergrund von Papststuhl sind unerlöste Seelen, die qualvoll machen. Das ist der Audienzsaal vom Papst. Das ist kein Blödsinn, glaubt's mir, googelt es noch. Ich meine, eventuell die meisten, wo es Videos schauen, wo Freimaurer draufsteht, wie auf dem dann, die wissen das eh schon. Aber da können sie die meisten Leute faszinieren und zum Nachdenken anregen mit solchen. Gerade der Vatikan müsste der Allerheiligste sein, wenn es um Götzenbilder geht. Und drinnen, da beim Vatikan, das sind die wertvollsten Götzenskulpturen von Herkules bis Jupiter, Mars, Figuren. Der Tannenzapfen in der Mitte ist auch wieder ganz byzantinische und ägyptische Bedeutung. Gibt es Götter in Ihr wisst, was ich meine, und die ägyptischen Götter haben da den Tannenzapfen in der Hand. Und im Zentrum vom Hof des Vatikans, in den Lingam, so nennt man das auch, Lingam, steht der Tannenzapfen. Okay,
Jetzt gehen wir mal von Tod weg. Gehen wir mal, jetzt haben wir uns zwei Friedhöfe angeschaut. Gehen wir mal weg von den Friedhöfen. Schauen wir mal zum Entschlacken jetzt. Denken wir wieder ans Leben. Gehen wir auf den Mönchsberg auf. Der Mönchsberg, da bin ich so gern. Da gehe ich rauf, mit dem Sonnenuntergang anzuschauen. Ach, und was an da alles so unterkommt. Zu einer gewissen Jahreszeit gibt es einen Stor. Da kann man ein schönes Foto machen, wie die Sonne dann genau zwischen die zwei Sterne durchscheint. Da ist bei einem anderen Jahr. Da ist die Sonne ein bisschen höher, ist auch wieder eine andere Jahreszeit. Aber das noch interessantere ist zum Beispiel das Gebäude am Mönchsberg. Das zeige ich euch, wo das bei Google Earth ist. Dafür zeigt das Google Earth auf. Seht es da? Die unfertige Pyramide, wo die Pyramidenspitze fehlt. Das ist die Treppe. Rote Loge. Rote Farbe. Die haben einen Turm oben und auf den Turm. Was haben wir da auf dem Turm? Sag's euch gleich. Ein großes, schönes Anwesen. Drinnen gibt es nur so einen verfallenen Turm auch, wo oben offen ist, nur ganz kurz, aber man sieht die Wendeltreppen nur außen angedeutet. Und genau da oben, das ist ein Turm, man sieht es da jetzt nicht, weil da die Blätter davor sind, aber ich bin ja nicht ganz so doof. Ich kann ja auch Fotos aus einer anderen Perspektive machen. Das ist der Turm auf dem Haus. Ist das die Erdkugel, die Weltkugel oder ist es irgendwie so der Apfel, was der König in der Hand hält, mit dem Zepter? Auf jeden Fall ist. Ups, nicht so weit. Da. Pentagramm und das Ankh-Kreuz. Esoteriker sind sie mal auf alle Fälle da drinnen in dieser roten Logenvilla mit dieser Ding, ja. Keine Ahnung, es muss nichts Schlechtes bedeuten. Ja, man, das Ankh, ägyptische Ding, ist das Symbol des Lebens. Wobei ich halt euch empfehle, wenn ihr das Ankh-Symbol schon benutzen wollt, dann nehmt ihr, was unten nur einen Stiel hat, sondern zwei Stiele. Und wenn ihr das Ankh zeichnet, macht man so. Man fährt so rauf und runter, damit zwei Enden unten sind, und nicht eine, wie man so sieht. Und dann die seitlichen in der Mitte durch, weil so wird es nur zum Kreuz, aber so wie es oben offen kommt Energie rein und da auf der anderen Seite wieder raus. Ja, und hinten bei den Gebäude, da haben sie so eine Art Außenkeller, seht ihr das? Und dort ist das wieder ein dreieckiges Fenster. Und was ist in dem dreieckigen Fenster drin? Den haben sie zwar. Das ist die Finger der Segnung, glaube ich, oder? Und die sind abgebrochen. Schaut, dass sie nicht renoviert haben, ha? Dreieckiges Auge. Das ist das Gebäude da noch immer, das rote. Hier, von der Perspektive, das sieht man den Turm. Ja. So. Da gehen wir mal näher ran. Da seht ihr es da. Aber ich habe es euch jetzt auf den anderen Fotos schöner gezeigt. Und. Ah, jetzt habe ich schon wieder Google Earth weg da. Wie bin so schnell mit dem Beenden von Ding? Da machen wir mal auf. So warten wir noch ein bisschen ab, bis Google Earth vorgeladen hat. Und in der Zwischenzeit, das da können wir wegtun. So, keine Angst, wir sind gleich wieder für Sie da. Ja. Ich glaube, den Mönchsberg, da gibt es noch viel, viel andere Sachen. Ich meine, Getreidegassen gibt es auch noch viele tolle Sachen, was ich euch noch gezeigt habe, wie auf dem Mönchsberg und allen anderen Plätzen, wie auf dem Festspielhaus. Ich kann euch immer nur ein paar Sachen von diesen Plätzen zeigen. Weil sonst wären wir nicht fertig. So,
diese Augensymbole wurden ja auch immer in den alten Städten oben auf den Dächern raufgemalt mit dem Spruch, Gott schütze dieses Haus und so weiter, ja. Und da kommen wir jetzt dann bald zu dem versprochenen Sternbräu-Beispiel zurück, wo wir dann Google Earth brauchen. Aber Salzburg geben wir ein. Und ich würde euch ja noch diese Villa zeigen auf dem Mönchsberg. Und die haben wir direkt neben der Festung. Da ist die Festung Hohensalzburg. Die Burg wurde nie eingenommen. Und das da ist es. Ja. Ja. Und da gibt es da das Türmchen, aber zumindest dieses Gebäude da, das ist echt interessant zum Anschauen. Bisschen unheimlich, aber muss nicht sein. Okay, also, da zum Beispiel dieses Haus hier, ja, das ist von 1382. Und da haben wir hier, da, dieses Auge hier drauf. Oder da. Und das ist jetzt eben interessant. Jetzt wird es nämlich magisch. Nicht nur, dass diese Pyramidenaugen hier auf den Haus oben drauf zeichnet ist, der Straßenverlauf wurde mitsamt dieser Pyramidenauge zum magischen Ritual benutzt, was jeder Bürger Tag für Tag unbewusst für sie ausführt. Ja, es werden bei euch die Fragezeichen im Kopf sein, was ich damit meine. Und das zeige ich euch hier. Indem wir da ist es. Genau, hier. Da mache ich jetzt die Markierungsoptionen ein. Früher sind wir hier. Oh, kann man Markierung da machen? Das ist. Also, früher ist man, wenn man von hier gekommen ist mit dem Auto, so beim Hanusplatz heißt es, mit dem Auto hier so entlang gefahren. Und wenn man von dieser Seite hier gekommen ist, ist man so entlang gefahren, musste aber, weil das Einbahnstraße war, einmal hier durchs Haus der Natur und dann hier gleich wieder beim Sternbräu vorbei weiter. Dann ist man da wieder auf die gemeinsame Straße gekommen. Und weil der Sternbräu einen Schanigarten haben wollte, haben sie jetzt diese Straße hier, die früher mit dem Auto befahrbar war, gesperrt. Weil dann kann er hier die Gäste bewirten schön. Also die Busse dürfen sie schon noch fahren und Taxis, aber sonst die Autos von früher nicht mehr. Und jetzt muss man einen riesen Umweg fahren. Also früher ist man hier so und so und so gefahren. Jetzt muss man hier noch bis daher, wie man früher konnte. Aber um das Haus mit dem Auge, was wir gesehen haben, hier so rum entlang umkreisen, wieder zurück und dann hier fahren. Jetzt ist die Straßenseite früher, wo nur eine Richtung ein Auto entgegengekommen ist, das Doppelte gefährlicher geworden. Viel Fußgängerverkehr, weil früher war nur eine Fahrtrichtung zum Schauen für Autos, was hier ausgeglichen wurde. Und da muss man es eben gegen den Uhrzeigersinn um das Haus rundherum fahren mit dem Auge. Also, das ist für mich ein Ritual. Ich glaube, manche werden noch immer nicht wissen, was ich vielleicht damit meine, aber manche verstehen mich ganz genau. Also, hier seht ihr die Autos, da fahren sie ja gegen den Uhrzeigersinn. Früher konnte man einfach hier rum, da abbiegen und jetzt fährt man da um das Gebäude links hinten herum. Also naturschonend ist es nicht, man braucht mehr Benzin und der Straßenverkehr ist viel gefährlicher geworden. So, ist alles gelegen. Ne? Das ist jetzt der Hanusplatz, wo der Verkehr stärker geworden ist. Und da habe ich an der Trafik diese Fliese hier gefunden. Und die Pupille hier macht der Fisch. Die Ziegeln, weiß nicht, ob es 13 Stufen sind, wie bei der Dollarnote. Das sind 13 Ziegelstufen. Habe ich noch nicht gezählt. Aber ist auch schwer zum Zählen, weil da eben das davor ist. Ja, hier, sagen wir eben so, dass ihr seht, dass in der Kirche drinnen auch eben diese Augen hier überall immer drinnen sind. Also man findet Kirche, wo ein Auge drinnen ist.
Das ist das einzige Foto in Kufstein. Da war in Kufstein. Da ist an der Decke das abgebildet, was man hier im Spiegel sieht. Und hier jetzt an der Decke so fotografiert wurde. Es ist ja so, dass ich mich eben nicht nur in Salzburg auskenne, weil ich bin auch sehr viele, viele Jahre, meine Lebenszeit zumindest, in Kufstein bei Wörgl und in überall in der Gegend aufgewachsen. Und als drittes noch so in der Steiermark. Also ich bin so ein österreichischer Mulatt aus Salzburg, Tirol und Steiermark. Aber zurück eben zu Kufstein jetzt mal, ist nur ein kleiner Abreißer. Da habe ich eben da bei mehrere Fotos zusammen. Baut, dass ihr euch mal die Burg dort ganz toll vorstellen könnt. Und da drinnen ist auch eben ein Museum. Da sieht man, habe ich ein Foto gemacht, wie es früher ausgeschaut hat. Gell. Und wenn man dann da drinnen ist, darf natürlich was nicht fehlen, von wem? Wer weiß es? Andreas Hofer. Andreas Hofer ist ja der Freiheitskämpfer der Bauern gewesen. Ja, ein paar makabre Sachen findet man drinnen, aber trotz alledem, das jetzt. Also, schaut einmal nach Tirol, nach Kufstein und zu Wörgl und ja, dort auf die Berg und die Burgen und schaut euch das alles an. Ist eine sehr, sehr interessante und sagenhafte Ortschaft alles. Genau. Und nun, zurück nach Was tut denn da Salzburg. immer das Umschalten? Ist ja egal, das muss ich mit den anderen öffnen. Ah, das war jetzt. Entschuldigung, muss es mit dem VLC-Player abspielen, da passt die Konfiguration dann. Also diese Figuren da, die ist am Dom angebracht. Und ich glaube, dass die sogar in anderen Städten aufgestellt sind, oder? Ich glaube, die gibt es nicht nur in Salzburg. Ich glaube, in Karlsruhe. Und Novo. Wäre dann interessant, falls in Karlsruhe, dann gibt es nicht eine energetische Linie, was mit Salzburg verbunden ist, die Karlslinie von Kaiser Karl her, aus der Sage, wo der eben in Untersberg drinnen schläft. Aber dieser gruselige Figur finde ich. Also ist es ein Geist oder ist es ein seelenloser Mönch oder zumindest habt ihr gesehen, wie ich da drinnen raus bin. Ja, und dass ihr seht, wenn ihr mal beim Dom seid, damit ihr den Platz findet, ist der da hinten seitlich vom Dom. Da seht ihr die Fiakerfahrer, für die wir ja bekannt sind in Salzburg. Und da ist der Hauptdomeingang, wo ihr jetzt Eintritt zahlen müsst. Also die Kirche braucht unbedingt Geld. Die muss jetzt Eintritt verlangen. Die ist ganz arm, die Kirchen. Und da die Kunst wiederum. Das finde ich auch eigenartig, oder? Da sieht man schon wieder Turmquartier, hat alles mit dem Turm zu tun. Der Drache da. Und der Drachentöter. Warum? Hat das was mit dem Teufel wieder zu tun? Synonym oder so? Aber warum dort überhaupt die Kirche mit so vielen Götzenbildern Kunst betreiben? Unsere Sachen haben sie alle am Scheiterhaufen verbrennt als normaler Bürger und so und sie haben sie die ärgsten Sachen, die tollsten Kunstwerke behalten. Das ist so ein Graffiti. Habe ich beim wo? Beim Schallenmoser Hauptstraße gefunden. Da wurden die Menschen früher hingerichtet. Auf der Schallmoser Hauptstraße. Und da in der Nähe, da ist diese Eule, Graffiti. Aber es kann auch nur Kunst sein. Ja, was ist da passiert? Ich glaube, die Himmelswächter sind sauer auf Salzburg. Oder auf ein paar Salzburger, ha? Naja, habe ich mir halt mal so gedacht. Oh, ja, jetzt haben wir eh schon ziemlich alles von den antiken Sachen durch einmal, bald schon langsam können wir, wie langsam sind wir schon, weit fortgeschritten. Wir können jetzt nachher nochmal bald zu den neu gegenwärtigen kommen. Wie würdet ihr ein Geschäft aufmachen, was Fashionist heißt? Ich möchte einen positiven Namen haben, wenn ich eine Firma aufmache oder so, oder? Und Fashionist? Naja, das kommt man ja, gerade in der heutigen Zeit muss man aufpassen, dass man nicht
die rechte Seite gedrängt wird und ja, ungerechtfertigt. Und Fashionist? Oder da die Auto. Aber ich habe noch ein paar ältere Sachen. Hier, genau. Das Interessante ist es, die Freimaurer, die sind ja sozusagen mit dem König Salomon irgendwie in also hauptsächlich verbannt. Ja, es ist ihr größter Wunsch, in den salomonischen Tempel aufzubauen. Was der Hiram Abiff durch eine Vision von Allmächtigen auf allsehende Auge bekommen hat, hat er den Tempel Salomons gebaut. Und ein Erzbischof Wolf Dietrich, Fürsterzbischof Wolf Dietrich, der berühmteste, der Schloss Mirabell gebaut hat, der hat eine Geliebte, das war die Salome Alt. Salome, Salomon-Tempel, die Wortspiele sind interessant. Vor allem Keuschheit mit einer Salome Alt war für den Fürsterzbischof ein Fremdwort, weil er, glaube ich, 16 Kinder mit ihr hatte, oder? 10 Kinder. Ja. Das ist auch da, wenn man durch das Durchhaus 3 durchgeht, wo die Pyramide war, das Templerkreuz und der mumifizierte Haios, Illuminatenauge. Und hier die Salome Alt, das ist dann gleich im Durchhaus eine Seitengasse gleich da drinnen. Da hat die Salome Alt gewohnt und das ist ihr gewidmet da, diesen, ja. Und da ist auch so die Wolken so dreieckig stilisiert vielleicht. Ha? Ja, hier haben wir auch noch etwas. Da. Viele sagen ja auch noch, dass heute das Seerecht herrscht bei uns in ja, der heutigen Gesellschaft. Das zu erklären ist jetzt viel zu viel, aber zumindest gibt es da eine alte Abbildung von diesen hier und diesen hier. Und dazwischen ist die Bank mit einem Logo drin. Das ist alt, die Bank AG da, das ist, naja. Vontobel Bank AG. Sehr bemerkenswert von der Symbolik. Das zeige ich euch dann, wenn wir zum Ding gehen. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich so die ganzen antiken Sachen mal, die so prägnant sind, durch. Jetzt kommen wir einfach mal in die Gegenwart. Ich habe ja erwähnt, dass diese Logen auch sicher heute noch existieren. Oft unter anderen neuen Namen und so weiter, ja. Und sie bauen einfach heute noch weiter. Und da kommen wir mal einfach zum Europark. Das ist so einer der neuesten Gebäude, aber auch schon eine Zeit lang steht, ja, was spektakulär ist. Wir sehen den hier. Seht ihr das da? In dem Gebäude, das ist eben der Europark, man kennt Interspar, Spar, Eurospar und das ist der Europark. Das sind die Büros hier und das ist der Europark und das ist der IKEA. Wenn man mal bei IKEA da oben schaut, sieht man da dann Pyramiden, da drinnen, die zwei. Zeige ich euch dann auch Fotos. Und das da bezeichne ich als Eule. Ich sage jetzt noch nicht viel, warum ich das da als Eule bezeichne. Da kommen wir noch ein genauer hin. Manche werden es vielleicht jetzt schon erkennen. Und gratuliere euch, weil selbst auf dem Grundrissplan von innen, wenn ich die meisten das zeige, erkennen die Leute, wenn ich sie darauf hinweise, nicht sofort die Eule. Aber zumindest so dir dieser Europark, sieht man auch da, das da unten, sind die Treppen. Und da der Weg zu den Treppen. Das wirkt wieder wie eine Pyramide. Und diese Stelle, die zeige ich euch jetzt. Warum ich da sage, das ist so wiederum eine Stufenpyramide mit den unvollendeten Spitze. Und da gehen wir zum Europark, der blau und weiß farbig logiert dargestellt ist. Da haben wir ihn.
Genau. Da seht ihr eben da die blaue Farbe mit Rot gemischt, richtig. Da ist das rote Dach, die blaue Außengrenze. Und das tun wir mal auf. Machst du da? Wärst du brav sein? Ah, da ist es. Genau, das ist das Pause jetzt. Jetzt gehen wir mal nach vorne. Zu der Stelle, die ich jetzt gezeigt habe, wo ich gesagt habe, das ist eine Stufenpyramide mit einer unvollendeten Spitze. Seht ihr das? Blau und rot. Das sind schon mal die ersten Indizien, dass ich vermute, dass der Architekt ein Freimaurerarchitekt war, der was den Europark geplant hat. Eines sozusagen die ersten Indizien. Da sind eben die Büroräume dann. Wenn man dann eben zwischen Büroraum dahin geht, da sieht man eben, der Europark selbst hat ja aber Dutzende Geschäfte da drinnen sich einmieten lassen. Aber sie haben Hauptpartner. Und die Hauptpartner sind Saturn, Saturnalien, ein Logo von C&A. Die Logoform ist augenähnlich, wenn man viel Fantasie hat, gell? Der MacDreck, die zwei goldenen Bügel, Bögen, zwei goldene Bögen sollten das ja zu Anfang sein. Das sollte ja kein M sein. Erst der, was McDonald's dann geraubt hat, hat daraus ein M gemacht. Ja, so ist es mit den Saturnalien. Weitere Indizien? Okay, das haben wir in einer anderen Perspektive. Da seht ihr jetzt nicht nur der Europark, sondern auch der IKEA hat am Dach zwei Pyramiden hinten. Die habe ich dann von oben auch noch besser fotografiert. Das zeigen wir euch dann auch noch. Die nächsten Indizien, ja, die MacDreck goldenen Bögen, das hatten wir ja schon. Der Kubus ist ein Hauptsymbol auch bei den Freimaurern. 2001 Odyssee im Weltall munkelt mir auch sehr viel, dass da solche Freemason-Utensilien drinnen sind. Aber hier da, das ist der Fahrstuhl, der aufs Dach fährt, weil das Dachgelände, das ist auch am Autoparkplatz, ist ein schwarzes Fahrstuhl. Ist schwarz, schwarzer Kubus, wie die Kaaba. Merkaba, nicht, aber die Kaaba, ihr kennt doch die Kaaba. Ja. Der unvollendete, unbehauene Stein der Freimaurer. Neue, noch weitere Indizien. Was haben wir hier? Da, das ist eben das Bürogelände. Da drinnen haben Unbefugte keinen Zutritt. Na, da kann man schon auch rein, wenn man was mit denen zu tun haben muss. So, oder? Okay, hier haben wir drinnen Europark, Eurospar. Also der Europark ist aus der Sparkette. Und ihr kennt's, jeder sagt, was ist das Logo vom Spar? Die grüne Tanne. Ja. Da ist aber ein grünes Dreieck in einem runden Ding, eine stilisierte Tanne. Aber mit viel Fantasie ist es auch ein grünes Dreieck in einem Kreis wieder. Allsehende Auge, Pyramide, Dreieck, die grüne Tanne. Da wissen wir ja aus den 13 Uhr, also man sagt ja, wir werden die oberste Elite, die über unsere Politiker auch noch bestimmen, sind nur 13 Familien. Und so wie die Sparkette, Lidl, Hofer, Merkur, Saturn, bla bla bla. Am Schluss, wenn man alle die wirklichen Grundbesitzer zurückverfolgt, kommt man nur immer auf dieselben Leute zurück. Und diese selben Leute benutzen eben diese Pyramiden und die Sachen und tarnen es dann oft auch eben in Tannen beim Spar, wie beim Spar. Naja, oder habe ich jetzt viel Fantasie? Aber die Indizien werden immer mehr beim Europark. Sie hören einfach nicht auf. Rot, Blau, Logik, so oft drinnen. Und? Also ist Starbucks wirklich eine Meerjungfrau?
Und diese Männer morden der Medusa. Aber das ist keine Meerjungfrau, das ist eine Sirene, die was die Seefahrer in den Tod gelockt hat. Früher hat man sie ja auch noch ja, bis zum unteren Geschlechtsteil abgebildet und immer weniger hat man für abgebilden müssen. Die Brüste waren früher freiliegend. Und wenn man dann das alte Logo von Starbucks anschaut, wie es auch noch original ausgeschaut hat, dann kommt man. Ich gebe ein, Sirene an antike Darstellung. Ja, das habe ich leider eben keine Zeit mehr gehabt zum Vorbereiten, weil ich eben bei Critical Mass war. Und das ist eine Aufgabe für euch noch an als Hausaufgabe. Du sagst dann wirklich, dass die Sirene, dass das von Starbucks eine Sirene ist. Und sie haben es ja mittlerweile auch gar nicht mehr geleugnet. Man findet sie ja auch, das weiß ich ja auch durch andere Recherchen aus dem Internet von dem anderen. Also, warum nimmt man immer solche menschenmordenden Monster her für andere Logos? Ich würde es nicht machen. Ich will es nicht verurteilen, aber nur darauf hinweisen, weil ich es interessant finde, diese Indizien. Aber zurück zum Europark. Ich wollte euch ja sagen, dass es wirklich von einem Freimaurer gebaut worden ist. Da begeben wir uns einfach mal aufs Dach. Da sieht man jetzt den Kubus, den schwarzen, noch genauer. Rot-blau vorrangig. Da kommen jetzt dann eben die Pyramiden auf dem Dach von Ikea. Dort eine schöne Aussichtsplattform und die Aussichtsplattform selbst ist auch wieder Pyramide mit dem allsehenden Auge. Früher waren dort die Spots, sind auch noch heute angebracht an der Spitze dieser Aussichtsplattform. Hier, das ist nicht in Ägypten eben, das ist keine Pyramide mit den Obelisken daneben, sondern ist die Kirche Daksam. Also da kommen wir dann später. Hinten auch noch so, und da sieht man bei den Drähten, die das Mittelgestell halten sollen, dass es dann als Gesamtes wieder eine Pyramide ist und oben leuchtet. Deshalb durften sie jetzt aber nicht mehr einschalten, hier diese Leuchten, weil daneben der Flughafen ist und das manche Piloten irritiert hat. Darum habe ich leider damals nicht gefilmt. Da seht ihr die Strahler. Aber da seht ihr auch schon die Aufhängung mit Pyramidal, diese Plattform ist. Hier der Brunnen im Innenraum von Europark. Das tränende Auge, würde ich sagen. Ellipsis-augenmäßig, würde ich mal sagen, oder? Also mit den Augen hat da der Europark auch nicht gespart. Und ebenso nicht wie mit den Pyramiden und der rot-blauen Farbe. Ich glaube, das haben wir jetzt von außen, genau. Da sieht man jetzt die Aussichtsplattform, wo wir zuerst oben gestanden sind. Da zoome ich jetzt dran. Da sieht man eben, wie pyramidal das ist. Und es hat geleuchtet. was haben wir hier? Genau. Einen kurzen Sprung. Keine 200-300 Meter daneben gibt es die Hauptschule und die Volksschule Daksam. Und ich vermute ja, dass diese Schule von Freimaurern irgendwo auch so geprägt war, weil von außen eben auch wieder so kubal aufgebaut ist. Ich sag's euch da. Dort ist der Europark und die Schule, die ist da. Da, das ist die Schule. Also nicht weit, echt ein Steinwurf weg von Europark da. Das ist die Hauptschule, die Volksschule und das ist der Turnsaal. Und wie sind die farblich angestrichen? So. Sind dieselben Farben wie von Europark.
Zu meiner Kindheit war das noch grau. Das haben sie erst seit 10, 15 Jahren so angestrichen, seitdem es den Europark nämlich gibt. Vorher war das nicht so. Seitdem es den Europark gibt, haben sie es da rot-blau angestrichen. Aber das ist auch Schule, die Volksschule. Da geht man nicht einkaufen, da wird man Wissen gelehrt. Sagt man halt, dass man Wissen gelehrt wird. Am der Europark, das ist so interessant. Im Büro drinnen hat die, was auch auf der Festplatte war, was ich erwähnt habe, die Festplatte, die zerstört wurde, im Foyer von dem Büro drinnen eine goldene Kuh fotografiert, die was richtig lebensecht groß war. Wir hatten ja vor vielen Jahren in Salzburg die Aktion Kuh. In Bad Ischl waren es die Löwen. Da haben lauter Firmen, die es leisten konnten, oder Künstler, eine Plastikkuh bekommen, rein weiß, nackt, und jeder hat sie angemalt mit einem Logo oder irgendeiner Kunst drauf und in der Stadt aufgestellt, und da konnte man die dann bewandern und bewundern. Sorry, so viel reden, so ein trockener Mund. Und die goldene Europark hat sich daran beteiligt gehabt. Und hat eine goldene Kuh gemacht und die stand da drinnen. Und weil jetzt die Fotos weg sind, habe ich mir vor ein paar Tagen gedacht, schaust hin, machst wieder ein Foto nach, war sie verschwunden. Stattdessen steht jetzt eine andere goldene Kuh da dorten. Hat noch immer mit dem Europark zu tun. Ihr wisst ja, der Stierkult, vor allem das goldene Kalb. Ich meine, das ist eine Fleischerei-Auszeichnung, ja. Wenn man da genauer rangeht, das ist der goldene Lucullus. Den hat die Spar AG bekommen für das für die beste Fleischqualität, ja. Okay, dann habe ich mich geirrt, oder? Dann ist es einfach nur eine profane Auszeichnung für Fleisch und da ist ein Rind und ein Schwein da natürlich auch drauf, gell? Da unten, oder was ist das? Oder dieses Rind mit abgehackten Härnteln, keine Ahnung. Gänse? Na, ah, da ist Schweindl, genau. Was heißt denn Lucullus? Lucullus habe ich gegoogelt. Das war ein römischer Feldherr, der bekannt war für seine herausragenden Feste, was er mit Speisen, den köstlichsten, auserlesensten Speisen immer gekürt hat. Da war er der berühmteste. Und deswegen war das Feldherr berühmt, weil in Griechenland Mitra, mit, also jedenfalls in Griechenland der König damals mit einem bestimmten Namen, was mir jetzt nicht einfällt, der war in den der Mithras-Religion bewandt. Aber Griechenland war schon zur römischen Zeit, zu dieser Zeit von Rom okkupiert. Und da war es nicht erlaubt, den Mithras-Ding auszupraktizieren. Mithras-Kult, wo in Da Vinci's Dämons kommt zu bei, wird das ein bisschen verzerrt dargestellt, die Mithras-Religion. Das ist die Sonne, die flammende Sonne mit dem Gesicht drinnen, was so ein bisschen löwenhaft ausschaut, aber eine Sonne ist, ein Sonnengesicht. Und der Mithras-Kult ist halt sehr okkult und googelt's danach, du kommt mal wieder bei den Freimaurern, Geheimlogen nicht drumherum, wenn man den Mithras-Kult mitmacht. Oder es ist einfach nur Fleischauszeichnung für das beste Fleisch, was es gibt. Oder es hat mehrere Bedeutungen. Ja, da Pearl, wo drin in so ein Geschäft, oder Tarn, alles so in Augenform. Da Pearl natürlich, ein Brillengeschäft, warum sind die nicht der Auge aus dem Logo hernehmen? Würde ich nicht abstreiten. Aber es ist schon herausragend, dass die meisten Firmen und Geschäfte da drinnen in Europark. Nicht alle, aber großteils eben so in dieser Augenform sind, wie auch Tarn hier. Und nur dazu mit so einem Härndl daraus, ha? Roter Teufel, stilisiert eines Horn. Das zweite Horn sieht man nicht, weil der Kopf ein bisschen schräg gedreht ist, oder? Ah, ich bin nur so paranoid. Ja, wie das Auge. Ah, bin ich paranoid. Ja, reden wir mal über das Rot. Was ist das für ein Rot eigentlich von Europark? Die Aussichtsplattform heißt S.E.P.P. Das heißt Salzburger Europark-Plattform.
profan, Höhe 40 Meter, Gewicht 21 Tonnen, Farbe Golden Gate Bridge, rot. Wenn man Golden Gate Bridge mal googelt, dann weiß man, die war früher Gold, aber wenn man die Fotos sieht, ist die immer rot. Und das wundert dann, warum heißt die Golden Gate Bridge, wenn die aber rot ist. Es liegt daran, dass einfach einmal das Gold, glaube ich, nicht mehr gegeben hat, wie es früher angemahlen war. Man hat dann einfach das Rot benutzt. Golden Gate Bridge. Also wenn schon Freimaurer solche berühmten Bauten machen, die Golden Gate Bridge haben die garantiert gemacht. Und jetzt sehen wir sie beim Europark wieder. Hat eine ziemliche Ähnlichkeit wie mit denen auch bei der Volksschule. Das hängt zu Dutzenden an der Decke innen am Europark. Was ist das? Sind das glühende Stielaugen? Oder sind das Brüste? Mehr Brüste, oder? Ja, Sexualkult bei Losch darf nicht fehlen. Ja, von außen da. Das sieht man dann da, die Festung eben. Ja, und jetzt. Wenn's, das war der ORF, der Kubus ist jetzt weg, die Box, die war aber sehr lang da, viele Jahre, aber Kubus halt, da haben die Leute drinnen sich hinsetzen können vor einer Kamera und von ORF aus in die Kamera für 5 Minuten irgendwas machen, sagen, Blödsinn tun, musizieren und das wurde dann immer gesendet. Ist ja das vorbei, die Aktion. Da. Aber ist interessant, dass es mit dem Kubus zu tun hat. Und da sieht man einen Grundrissplan, dass man immer weiß, wo man steht. Bei diesem riesengroßen iPhone, würde man ja sagen. Es hat eine neue Form. Früher hat es ein bisschen anders ausgeschaut, wo auch so schwarz in der Größe nicht so, aber es hat ein bisschen mehr kubusmäßig ausgeschaut wie von 2010, Odyssee im Weltall. Da ist von außen nochmal. Okay. Und jetzt zum letzten Foto über den Europark-Fotoserie, wo euch jetzt die Augen eben rausfallen werden. Weil gerade die Eule, wir haben viel Pyramiden-Augensymbole gehabt, blau, rot und nur ein paar so andere Feinheiten. Aber die Eule, das ist das Wichtigste. Bohemian Groove kommt ohne die Eule nicht aus. Googles Bohemian Groove, Eule. Hier, der Grundrissplan. Bisschen auf von der Weite. Kennt ihr die Eule schon? So, also, der Grundriss der Eule. Da, das mache ich in Schnelllauf. Ich werde dann dazu mixen am Schluss. Aber da seht ihr ja die Augen. Da zwei. Ein Auge ist besser wie das Auge. Der Kopf. Die Flügeln. Die zwei grünen Flügelteile. Die Brust. Der Schwanz der Eule, da ist der Schwanz der Eule, da sind die erste Kralle von der Eule, da ist die zweite Kralle von der Eule, der Fuß mit den Krallen unten. Also wenn das keine Eule ist, dann weiß ich es eben nicht. Mächtig viele Zufälle beim Europark. Ich würde nicht sagen, dass die Freimaurer schlecht sind. Bis zum 32. Grad, glaube ich, können schon bis wirklich einige ehrenhafte Menschen sein, die meinen, sie machen humanitäre Zwecke und fördern die Wissenschaft zum Wohle des Menschen. Was auf der Spitze oft lauert und diese Menschen missbraucht, im guten Sinne. Konnte ich nicht sagen, ich weiß nicht. Sagt es mir hier, ich möchte nur über Indizien jetzt da gerade reden. Aber wenn das keine Eule ist, dann bin ich ein paranoider Mann. Ja, und dabei natürlich, die Eule schaut da mechanischer aus, wie so ein Cyborg. Von Star Trek, wo sagen, Widerstand ist zwecklos. Die Borgs. Ist eine Borg-Eule, würde ich mal sagen. Genau. So viel zum Europark. Jetzt kommen wir. Gehen wir jetzt einfach. Ich glaube, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt kommen wir mal zur Kirche Dagsam. Die schaut an gewissen Tagen zum Beispiel so aus. Oder so.
Also wir sind nicht in Ägypten, gell? Wir sind in Daxam, das ist die römisch-katholische Kirche. Warum schaut die so aus? Bin ich zum Pfarrer gegangen und habe mich erkundigt, deswegen. Bevor die Kirche gebaut wurde, gab es eine Ausschreibung und zwei Versionen wurde gemacht. Entweder die Birnenformkirche, sie haben sie Birnenform genannt, oder dieses hier, das ist das Zelt. Das Zelt, mit dem das Volk hinauszog, um das gelobte Land zu suchen. Und die mussten ja in Zelten wohnen. Also doch keine Pyramide. Ach, war ich schon wieder paranoid, ha? Schaut ja natürlich eher wie ein Zelt aus als wie eine Pyramide, ganz klar. Das andere ist dann natürlich auch kein Obelisk, der Kirchenturm. Ja, und zum Vergleich, die Kirche, die wurde dann nicht gewählt, die Birnenform. Das ist der Innenhof von dieser Kirche. So einen römischen Stil, oder? Das ist der Innenhof der Kirche. Verschlossen heute, halt, da kommt man nur noch zur Messe rein, denn das Gottvertrauen, das da randaliert wird, ist nicht mehr groß. Diese Blechabbildungen, die sollen so den Leidensweg Jesus und alles zeigen. Die hat die Künstlerin Matsuko gemacht, eine ältere Dame, ist jetzt, die war mal meine Nachbarin, wohnt aber jetzt nicht mehr bei da, aber ich habe sie durch einmal zufällig kennengelernt, also ältere Dame, und die ist beauftragt worden, diese Kunst dazu machen. Da wird es da erstaunt sein, was da zutage kommt an Symbolik. Das ist ein Mühlstein, vermute ich mal. Das hat man nicht einmal der Pfarrer sagen können, aber da ist eine Gravur drinnen. Für mich schaut das wie ein Mühlstein aus, der zu einem Brunnen umfunktioniert worden ist. Und zwar 1983 oder 1980 war das
1988. Sehr mystische Zahl eigentlich, oder? Was ist das, 38? Nee, das ist 33, oder? Nicht 88. Also 33, die 22, die 33, die 13. Das sind so die höchsten, kraftvollsten Zahlen, mit denen die Logen umgehen. Ja, 33. Also wie viel Symbolik braucht man auch da wieder reininterpretieren? Und das ist bewiesen. Ich habe schon gesehen, dass einige Pfarrer auch in Freimaurerlogen aktiv sind. Da gibt es von ORF und von ganz vielen Sendern in öffentlichen, privaten Medienbereich, die da schon Reportagen drüber gebracht haben. Rabbis, Pfarrer, von allen großen Religionen sind ja auch zusätzlich nur, sagen wir mal, Nebenberuf Freimaurer. Mir hat das schockiert. Entweder ist man Pfarrer oder Freimaurer, oder? Das Freimaurer auch eine Art Religion ist und aber nichts mit Christentum zu tun hat, in dem Sinne, wo man sagen kann, dass noch koscher abgeht. Eine bemerkenswerte Bauform, muss man echt sagen. Man sagt, dass der Obelisk, der Kirchturm, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, ist ja kein Obelisk, abgerissen wird, weil schon so baufällig ist. Also, das ist das Zelt, in dem das heilige Volk hinausgezogen ist, um das gelobte Land zu suchen. Da daneben ist die Schule. Also der Europark, dazwischen die Kirche, wenn man sagt, dass dann da die Schule ist. Wo ich euch auch schon gesagt habe, Kuben, Endini mit den Farben, passt alles zusammen. Ganz Taxam ist so ein richtiges Freimaurerding. Und jede Straßennamen in Taxam ist von einem Erfinder. Otto von Lilienthal Straße, Ettrich Straße, Dr. Gmeling Straße. Lauter Erfinder, Architekten, Freimaurer. Taxam, wo ich Großmann bin, ist ein Freimaurerprojekt. Die Indizien zumindest sind extrem groß dadurch. Ich meine, das mit dem Europark für sich alleine genommen, jein. Die Kirche für sich alleine genommen, jein. Die Schule für sich alleine genommen, jein. Das mit dem Taxam, aber im Gesamtpaket mit den ganzen Gebäuden in sich zusammen, da wird das Jein schon eher zu einem Ja, weil so viele Zufälle drinnen eben, aber es ist abgesperrt, man kommt nicht mehr rein und ja, ich habe noch nicht die Lust jetzt gehabt, in der Früh in die Messe zu gehen, weil ich habe mich schon mit 18 von der Kirche abgemeldet. Ich sehe mich eher so wie ein Essener oder, ja, ich kenne auch viel Wahrheit aus dem Krishna und aus dem Buddhismus, aber der römisch-katholischen Kirche ist eigentlich ja, anderes Thema. Gell? Und von oben gesehen bei Google Earth, da wird es euch sicher am meisten interessant finden. Da ist sie. Also von der Luft aus gesehen wird man jetzt wirklich glauben, vielleicht das ist eine Pyramide mit den Obelisken da daneben. Und es gibt ja nicht die katholische Kirche in Taxam, wir haben in Taxam auch die evangelische Kirche. Und komischerweise ist es auch Pyramiden. Evangelisch-katholisch sagt man, die sind sich nicht warm miteinander. Ja, die katholischen Kirchen sagen, ihr seid abgehauen, ihr seid abtrünnige, ihr Evangelisten. Ja. Schauen wir uns das von oben aus. Da. Das ist die evangelische, nicht weit weg, nur ein Steinwurf von der katholischen Kirche. Da seht ihr es, ein liegendes Dreieck, würde man jetzt sagen, ja, ein liegendes Dreieck, eine liegende Pyramide, eine dreiseitige liegende Pyramide, könnte man meinen. Der Brunnen da wirkt auch wieder wie ein Lingham, ja, googelt's Lingham. Und natürlich habe ich dazu auch Videos gemacht. Schaut zum Beispiel so aus eben, da der Brunnen. Direkt da gleich ist die Kreuzung, da steht die katholische Kirche. Man sieht es nicht, weil da die Häuser weg sind. Und
Das ist die Kirche. Pyramidal. Cool, gell? Ein Coolheit im Sinne, wenn Spock sagen würde, faszinierend, aber nicht unbedingt begeistert ist von dem Fall. Tja, von vorne noch ein bisschen weiter hinten. Und da, das ist die Vorderansicht. Und hinten gibt es einen kleinen Durchgang, weil hinter der Kirche auch ein Garten ist. Und der Garten ist umzäunt. Und was haben sie in den Zaun reingeflochten? Dreiecke, Pyramiden, was gibt es nur für Wörter, dass man nicht da und Dreiecke oder Pyramide sagen muss? Weil ein Paranoider würde Dreiecke und Pyramiden sagen, ein Nicht-Paranoider, wer sagt zu dieser Form hier, zu so etwas, seht es da? Zack, zack. So wurde das reingeflochten. Da seht ihr den Kirchturm. Das ist die Rückseite von dieser evangelischen Ding. Und das eben gleich drei, viermal, fünfmal wahrscheinlich. Fünfmal hat das Pentagramm fertig. Witzig, oder? Ja. Genau. Das da wird ja noch zeigen bei der Kirche von der katholischen Kirche. Da gibt es eine Sonnenuhr beim Pfarrhaus, außen an der Außenwand. Also wenn das kein Zirkel und ein runder Winkelmaß ist, dann weiß ich es nicht. Das ist die katholische Kirche von Taxam mit der Pyramide, wo es ausgeschaut hat. Das ist das Pfarrhaus. Diese Sonnenuhr wirkt für mich wieder wie ein Freimaurerwinkelzirkel. Nur halt nicht der eckige Winkel, sondern so runder. Und es gibt runde Winkel. Die Freimaurer werden eckig sein und die Kirchenfreimaurer, die werden rund sein. Keine Ahnung, was auch nicht. Es ist jetzt 12 Uhr. Da. Das seht ihr, dass ich nicht lüge. Sehr viele Zufälle. Sehr viele Zufälle. Ja. Da sieht man die Nähe. Da ist das Pfarrhaus gewesen. Da ist die Kirche. Okay, das ist ein blödes Video. Na, okay, das passt jetzt eigentlich. So. Also, und jetzt kommt der Knaller. Jetzt schauen wir uns mal Salzburg von oben an. Wir haben da mehrere Berge. Zum Beispiel da eben den Geißberg, den Kapuzinerberg, Mönchsberg, Untersberg und die Gurlspitze. Nun, die meisten werden die ersten vier Berge bekannt sein, die Gurlspitze wiederum weniger, nicht wahr? Nun, wenn man sie jetzt mal so vergleicht zwischen die Gurlspitze und den Geißberg, schaut sie schon recht pyramidal aus, hm, die Gurlspitze. Wir vermuten ja nicht, dass die Gurlspitze eine Pyramide ist. Was unser Verdacht noch mehr erhärtet ist, bei der Sommersonnenwende, direkt am ersten Tag, wenn die Sonne aufgeht, haben Freunde von den Alpenschamanen mir ein Bild zugespielt, die haben von Untersberg aus das Foto von der Gurlspitze geschossen. Da geht die Sonne direkt über die Gurlspitze auf. Man, Salzburg ist nicht unbedeutend, wenn man einfach nur den Untersberg alleine dafür jetzt betrachten, ja? Also gehen wir mal näher ran. Okay, den Untersberg, vielen ist er bekannt. Wir haben ja auf dem Untersberg einmal die Mittagsschatte. Da drinnen haben wir auch den Steinerer Kaserer Höhle, also ganz, ganz interessant, ja? Und von da aus, weg von der Mittagsschatte, da ist die Zeitlinie. Es gibt vielleicht sogar mehrere Zeitlinien, aber da ist schon mal die Hauptzeitlinie. Da ist die Kyrillsturm auch durchgezogen auf dieser Linie. Direkt quer durch auch den Kapuzinerberg durch und so. Ja, ist immer eine so Zeitlinie. Und so von den Seiten her betrachtet, da haben wir jetzt von der deutschen Seite aus, sieht man ihn. Vorher haben wir von der österreichischen Seite aus gesehen. Und so unbedeutend ist Salzburg nicht, habe ich ja schon erwähnt. Untersberg, der hat auch Kraftlinien. Zum Beispiel die 12 Kirchenlinien, die von der Mittagsschatten aus weggängen und jeweils in einer wichtigen Kirche enden. Ja, jetzt schön von Süden weit oben die Kirchenlinien. Da sagt St. Michael. So weit unten geht die letzte Kirchenlinie runter. Maria Eck, Maria Kirchental. Ja, es sind die 12 bestimmten Kirchenlinien. Dazu einfach
die Fachbücher dafür nachlesen oder wir machen mal ein anderes eigenes Kapitel. Nur über den Untersberg könnte ich schon machen. Wird auch wieder mehrere Stunden sonst dauern. Über den Untersberg weiß ich extrem viel. Ja, also hier von den mehreren Seiten der Untersberg betrachtet. Sehen wir mal einfach mal die Mittagsscharte und die anderen Symbole weg, dass wir euch mal die Hauptkraftlinien zeigen, die Salzburg mit dem Untersberg kreuzen. Das ist die Karlslinie. Die geht von Karlsruhe weg, quer dort durch, weiter. Und das ist das berühmte Dreieck von Berchtesgaden. Also fängt bei Hohengöllberg an, geht bei Watzmann weiter bis zum Untersberg. Die drei berühmten Berge, Watzmann, Hohe Göll und Untersberg, bilden zusammen das Dreieck, wo drinnen der Königssee und Berchtesgaden und alles da drinnen ist. Da drinnen geht die Sage von der Bercht um. Die heilige Bercht, die Urgöttin. Dazu kann man auch wieder Stunden füllen, wo sie euch verzöhnen könnte. Ja, wie gesagt, jetzt einmal wirklich was hochbrisant Interessantes wiederum, nochmal schnell gestreift. Je nach Wunsch, ich habe da jetzt alles nur angestreift, was ihr da seht. Könnt ihr euch Wünsche äußern und ich widme dann vielleicht mehr ein Thema noch genauer. Gehen wir jetzt also wieder mal jetzt von den Kraftlinien und der Pyramide in Österreich, also nicht nur in Visoko in Bosnien, sondern auch wir haben eine Pyramide. Und daneben sollen auch kleine Nebenpyramiden sein. Aber das ist alles eben, soll es von der Flut so mit den Meter, also extrem viel Meter hohen Schlick überwuchert sein. Darum sieht man, machen wir die Kanten immer so schön von gewissen Teilen der Pyramide. Wenn der Schlick weg wird, hat man es anscheinend noch viel schöner sehen. Aber zumindest das Foto war schon beeindruckend, die beiden, oder? Na gut, dann schauen wir weiter. So, jetzt möchte ich zum Letzters, dann werden wir den Untersberg verlassen, aber noch mit vielen anderen spannenden Themen noch kommen. Aber zum Abschluss zum Untersberg möchte ich euch vier Videos noch vorstellen, die ich schon über den Untersberg gemacht habe. Ich werde einfach ganz kurz nur den Titel immer anreißen von den Videos und ja, und euch da wirklich anraten, wenn es euch interessiert, über die Mystik von Untersberg da mal reinzuschauen, bei mir am CryptoTV YouTube-Kanal oder auf der Homepage. Und dann vielleicht mal das Video suchen, was ich benannt habe. Rainer Limbeck und die Alpenschamanen. Also Rainer Limbeck, da geht es um, also das war jetzt der Marineingarten, den zeige ich euch später. Da sitzt ein Rainer Limbeck, da durfte ich bei einem Ritual mit dabei sein von den Alpenschamanen. Danach war ich schon einige Male mit dabei, kann leider nicht so oft, wie ich wollte. Aber zuvor hat er uns in dem Film eine tolle Sage vorgelesen über den riesen Abfalter, der am Geißberg auf seine Liebste wartet, eine tolle Liebesgeschichte, eine sehr lange Geschichte, die müsst ihr euch unbedingt anhören in dem Video. Danach dürft ihr ein richtiges Ritual miterleben, denn Zeit kennt ja keine Grenzen. Aber wenn wir damals dort das Ritual gemacht haben, die Energie und die Zeit verbindet euch zu jeder Zeit, wie es wollt. Ihr könnt das Video jedes Mal anschauen und voll mit dabei beim Ritual sein. Ein Ritual über die Naturwesen von Untersberg geht's da.
Ja, und der Norbert Bater, toll versierter Untersbergführer und Wissender über die Mysterien von Untersberg. Da sind so viele dabei da in der Gruppe, nicht nur der Rainer Limberg. Der ist jetzt gerade spricht, der Norbert, da unten, genau. Ja, und der Norbert hat in dem Video auch noch einen wirklich interessanten Fund mit eingebracht. Er hat nämlich Fotos gemacht von, ja, jedenfalls sind es mysteriöse Fußspuren. Im Winter hat er die gemacht. Nur dazu in einer Region, wo von den vielen Sagenüberlieferungen her und auch heute viele Drachenberichte gesichtet werden. Flugdrachen auch, ja. Und es gibt ja da die sieben schlafenden Drachen, das sage ich Herrn Untersberg, ein paar sind schon erwacht und ein paar schlafen noch. Und schaut euch einfach mal dort die Spuren hier an. Man sieht da den Schnee, es schaut aus wie Huf und Fußabdrücke von nackerten Menschen, oder? In der Mitte von Fußabdruck eines Menschen, in der Mitte die Hufe. Naja, okay. Und so mysteriös geht es halt zu im Untersberg. Ja. Was auch noch hochinteressant ist, dass man euch dann in dem Film von Rainer Limbeck mit den Alpenschamanen hier den Untersberg anhand der Mittagsscharte mit einer ja, goldenen Schnitt analysieren. Also da ist viel heilige Geometrie in Untersberg verbaut. Also wenn es euch interessiert, schaut unbedingt da in den Film rein. Ihr werdet da sehr viel Wissenswertes erfahren, was so noch nie gehört habt. Ja, ja und natürlich gibt es bei Rainer auch noch mehr. Wir haben es jetzt erst schon angekreuzt, da die Untersberglinien und noch weitere energetische Formationen um den Untersberg in Bezug mit Salzburg. Bringt euch dort der Rainer Lindberg weiter. Ja, also wenn es euch interessiert, schaut euch das an. Über die Kirchenlinien erzählt euch der Rainer was, wie seht's da über mehrere Orte. Und natürlich lasst euch das verzeihen, was der Norbert über die Fotos von den Drachenspuren dazu verzeihen hat. Die habe ich ihn nur ganz grob kurz umrissen. Kommen wir zu einem anderen Video vielleicht. Es gibt da den Pfarrer Schmatzberger, ja. Und der hat, ist jetzt leider schon in Pension. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, ob jetzt er noch diese Messe macht oder nicht macht. Oder der Nachfolger finden wird. Es war ein Pfarrer, wie man nicht so normal kennt. Ja? Ein Pfarrer, der auch von von Channeling spricht, von Engeln, von Chakren spricht. Und das Außerordentliche war auch, dass er die Jesus-Geburtsmesse, die hat er am 23. November gefeiert. Nicht so, wie wir es am 24. Dezember es machen. Weil schaut euch einfach das Video an, ich will nicht zu viel einfach erzählen, das dauert alles sonst so lange. Schaut historische Geburtsmesse Jesus und Marienheilgarten an. Jedenfalls eine Nonne, eine Seherin vor hunderten von Jahren hat einmal eine Vision gehabt, dass eben der Jesus an dem Tag geboren worden ist. Und da feiert er mitten am Untersberg in einer Kapelle. Ja, die Messe, wie ihr es hier einfach so schön sehen könnt, ja. Zuvor geht man mit einem andächtigen Fackelzug nach oben und ja, mit tolle Musik ist mit dabei. Der OG hat an dem Tag Oberton schöne Musik gemacht, mit den Mädels schöne ja, Lieder gesungen. Hört einmal kurz rein, einfach. Die Sonne, die Berg rot und leicht, dass der Wind die Augen gleich feucht. Ja, da sind wir, ja, da sind wir, ja, da sind wir daheim. Und im Wald draußen überrollen die Vögel singen und sie dann über die Wipfel aus sie schwingen. Ja, da sind wir, ja, da sind wir,
Ja, da sind wir daheim, wo der Wasserfall ins Tal runterfällt. Ja, und das ist der Marienheilgarten. Also, warte einmal kurz. Da habe ich mit der Animation noch ein bisschen gespielt, wie ihr seht bei dem Video. Das am Autobahnsee, da habe ich einfach ein Spiegelbild gemacht und da hat sich mir auch einfach gewünscht, ich soll einen Maya-Kalender einfügen. Ja, aber das habe ich eigentlich nur recht einmalig gemacht. Das, weil alles so aufwendig noch war, da habe ich noch gelernt, mit dem Videoschnitt umzugehen. Ja, aber wie gesagt, da geht es zum Marienheilgarten. Da siehst du die Marienstatue rundherum mit lauter Kräuter, die in Sternzeichen angeordnet ist für Fische, Krebs, Skorpion. Und das liegt in einem liegenden Achter. Auf der anderen Seite von dem Bogen, da sind diese Steine angeordnet. Das war die Blume des Friedens, der Stern der Liebe ist da drinnen. Also ein richtiger Kraftort, den da auch der Herr Schmatzberger mit Hilfe von Rainer Limbeck und anderen Geomanten angerichtet haben. Ja, und das ist der Pater Pio, der da drinnen steht. Da ist auch. Was haben wir denn noch alles genau? Da seht ihr, wie der Garten angelegt wird, gehütet und gepflegt. Und jeder, der hingeht, kann sich da was nehmen und kosten. Es fällt, glaube ich, kein einziges Kreitel. So eben wie bei jedem Sternzeichen im Kreis von einem Sternzeichen angeordnet. Schönes Bild von oben. Das habe ich nicht gemacht, das Bild von oben, aber den Rest habe alles ich gemacht. Ja, und im Winter natürlich kann man sich da auch genau wunderschön entspannen. Ist nicht nur was für die schönen Sommer- und Frühlingstage. Gleich am Fuße des Untersbergs. Hinten seht ihr den Untersberg. Also ein schöner Kraftpalotz in Großgmain. In Großgmain, gleich in dem Vorgarten drinnen. Ja. Noch einmal ganz herzlichen Dank. Ja, sage, der Untersbergmandeln wird euch zum Beispiel in Norbert in einem anderen Video erzählen. Zum Beispiel das, was ich benannt habe, der Wunder Untersberg mit Norbert Bata. Es war ein spontaner Dreh, war nicht einmal ausgemacht, aber der Norbert war so lieb und hat mich, weil ich einfach hingegangen bin, gefragt, ob ich ihn filmen darf. Habe ihn so richtig überrumpelt, ja. Und er war aber trotzdem so nett und hat mich filmen lassen. Da habe ich ihn kennengelernt. Das ist viele, viele Jahre her. Boah. 10, 12, 15 Jahre oder keine Ahnung. Jedenfalls, er erzählt da viel über Sagengeschichten über den Untersberg, spielt ein paar Liedeln und dann zeigt ganz viele Fotos von Untersberg, über mystische Begegnungen mit Wesenheiten sogar, die er da, glaube ich, gehabt hat, wenn es mich nicht erinnert, wenn es mich nicht täuscht. Und ja, leider. Wie gesagt, da habe ich eine einfache Kamera gehabt, da ist dann immer schnell der Film aus gewesen, während er noch geredet hat. Und dann habe ich wieder neu starten müssen und der Akku war auch schneller. Darum fehlt er zwischen ein paar Teile, aber er ist ja trotzdem, ich glaube, fast eine Stunde lang alledem. Also echt empfehlenswert, weil da kann ich viel über den Untersberg auch erzählen. Also die vier Filme, wenn ihr bei mir auf Krypto.tv nochmal nachschauen wollt, über den Untersberg ist zu empfehlen. Zum einen eben den Film Rainer Limbeck und die Alpenschamanen. Oder wir haben natürlich die Marienheilgarten, historische Geburtsmesse, Jesus, dann die Schellenberger Eishöhle im Untersberg. Und das letzte, das vierten Film habe ich noch, der Wunder Untersberg mit Norbert Bater anzubieten. Naja, ein paar sind schon sehr professionell, zwei Filme von der Gestaltung des Filmes her und die anderen zwei sehenswert, interessant. Halt noch, ja, da habe ich noch gelernt, mit dem Film schneiden und Filmen umzugehen. Okay, dann. Ja, und dieses Video habe ich die Schellenberger Eishöhle in Untersberg benannt.
Schellenberger Eishöhle war nicht überhaupt nicht geplant. Das hat uns ja geschenkt, kann man fast sagen, zugefallen. Mein Freund der Rhein, die wollten einfach nur einen schönen Tag am Untersberg verbringen und dort in einem Zelt übernachten. Wie wir so hochgestiegen sind, haben wir da einfach schöne Impressionen aufgenommen mit der Kamera. Da haben wir noch nicht einmal ein Filmgeschäft, doch, den Film haben wir erst viel später dann zusammengeschnitten. Jetzt wissen wir, warum sie manche Sachen nicht zufällig ergeben. Selbst wenn man Fotos früher macht. Jedenfalls, in dem Video seht ihr wirklich schöne Eindrücke von Untersberg. Von mehreren Tagen habe ich viel Panoramasachen zusammen gemacht, von vielen Höhlen, Querschnitte gemacht. Was wir bei Untersberg finden, sind natürlich kleine Teiche, wunderschöne, abgelegene, interessante. Nicht nur einen schönen Ausblick aus Salzburg, da wie ihr es natürlich sehen könnt. Gell? Und natürlich dürfen da die Quellen nicht fehlen, da ist eine Köchenfliegerlarve drinnen. Das heißt, das Wasser ist wirklich sauberer, geht es nicht mehr. Und wenn ihr dann schon die Hälfte erreicht habt, könnt ihr euch da mit dem Wasser natürlich abkühlen. Ich sage es euch so erfrischt, wart es noch nie am Untersberg. Wenn ihr die Aussicht genießt und euch so abkühlen könnt, so lebendig kann man sich echt nur am Untersberg hilft euch wirklich lebendig zu fühlen. Also, und wie wir auf die Nacht übernachtet haben, der Reini und die, haben wir Lagerfeuer gemacht, dann ist da ein Höhlenwart gekommen, schon beim Fenster werden, hat uns gefragt, ob wir vorsichtig sind mit dem Feuer. Dann habe ich gesagt, ja klar, und wir sind auch von den Pfadfindern, ihr braucht uns keine Sorgen machen. Und ja, dann hat er uns eingeladen gesagt, ja, kommt gleich morgen in der Früh, bevor die ersten Gäste kommen, zu der Schellenberger Eishöhle, da mache ich es auf. Und dann zeige ich euch alles, bevor die ersten Gäste kommen eben. Das war echt toll. Dann haben wir hinter die Kulissen eigentlich schauen dürfen, wie ein Eishöhlenwart und Forscher die Eisriesenhöhle vorbereitet. Und wisst, was für eine Eishöhle das in Untersberg ist? Das ist die größte Eishöhle von Deutschland. Wir in Österreich haben zwar nur noch eine größere von Europa, das ist in Hohenwerfen haben wir noch natürlich in Österreich die größte Eishöhle in Europa. Aber Deutschland hat die größte in Deutschland. Auch nicht schlecht. Ja, weil man eben den Untersberg zur Hälfte teilt mit Deutschland und Österreich. Ja, und wirklich ein ganz toller Film. Nur gesagt, mit einer sehr einfachen Kamera damals aufgenommen. Da war ich noch nicht einmal beim Fernsehen. Das war lang vor überhaupt meiner medialen Zeit alles. Aber es sind doch sehr schöne Fotos und ein Norbert Pater singt ein Lied über die Untersbergmandeln dort drinnen. Ah, ganz toll. Ja, wie wir dann aus der Höhle rauskommen sind, hat es natürlich gleich die Kamera voll beschlagen, wie ihr seht. Ja, echt ein spannendes Erlebnis in der Schellenberger Eishöhle. Schaut euch das komplette Ding an. Ich habe es in Live-Mitschnitt gemacht, Bein reingehen, bis zum Rausgehen, ungeschnitten. Ich habe zum Beispiel, was noch nicht gesehen habt, da waren die Bereich mit den Eismandeln. Sehr interessant, wenn sich das anschaut. Ja, nebliger Blick auf Berchtesgaden seht ihr jetzt gerade. Da putze ich mal die Kamera. Ja, genau. Ja, und dass ihr einen Eindruck habt, wie groß, ja, das ist alles noch in der Schellenberger Eishöhle, aber zu denen kommen wir gleich, das seht ihr, das ist an alles, da dann die ganzen Höhlen in der Schellenberger Eishöhle, da gibt es, wenn es jetzt 5 oder 6 verschiedene Eindrücke, also 6 verschiedene Höhlengänge, und in einem erzählt uns auch der Höhlenforscher was über die Dolen, die wo es am Untersberg reisen, wo der Kaiser Karl laut sage, alle 100 Jahre einen Jüngling zu sich bittet und fragt, ob die Dolen am Untersberg reisen. Na, der Höhleneisführer, der kann uns sagen, dass die Dolen da zum Sterben wie die Wale in einen Höhlenbereich fliegen. Extrem mysteriös, dieser Untersberg mit seinen Höhlen. Genau, und da dann? Den hätte ich in Rainer Limberg, den Alpenschamanen, schon mal gezeigt. Da haben wir beim Abstieg, da war es dann sehr neblig.
da haben wir 3 Meter nicht mehr davor gesehen. Und da dann, genau, machen wir mal Stopp. Das kommt mir vor, ja, manche sagen wie der Teufel, oder? Ich sage eher wie der Pan. Da, das da, die Hände, die Nasen, das Auge, der Kopf. Und vor allem, es gibt viel Schlupflöcher beim Untersberg auf andere Berge. Die Leute, was Krankheiten haben oder fahren, die keine Kinder kriegen können, die schlupfen da so durch, das ist manns groß. Und dann sind sie geheilt davon. Ich habe es noch nie ausprobiert, bin auch noch da durchgeschlupft. Ich habe nur einmal in meinem Leben gesehen, das war an dem Tag, beim Zurückgehen von der Schellenberger Eishöhle am nächsten Tag, nach dem Übernachten. Da war dann das Wetter angeschlagen, wollte man absteigen und sagt, da waren wir schon komplett, ja, in den Nebelsuppen drinnen. Wie sagt es da? Aber echt eine mysteriöse Steinformation. Das ist am Kamm zwischen Salzburg und Berchtesgaden. Ja, das ist da auf der Kammspitze, da sieht es einmal richtig schön in die Wolken drinnen. Echt mysteriös cooles Geschenk zum Abstieg haben wir da natürlich dann noch gekriegt. Ja, also, damit ihr jetzt noch einen Eindruck über den Untersberg gekriegt habt, habe ich das jetzt natürlich in die Doku auch noch mit eingefügt, denn hey, wenn es um mysteriöse Salzburg geht, darf doch der Untersberg natürlich nicht fehlen. Und mit dem Abstieg jetzt zum Untersberg begeben wir uns jetzt wieder zu den anderen Themen hin, oder? Die, was der Salzburg natürlich neben dem Untersberg auch noch bieten kann. Okay, also gehen wir einfach mal ein bisschen schnell vor. Warte ein bisschen schnell. Da sind wir beim Abstieg. Ja, genau, vielleicht genau, zu guter Letzt, wenn ich schon viel über das Mysterium Salzburg verzehre und rundherum, was es gibt, ihr habt ja jetzt mitgekriegt, dass auch ich da aufgewachsen bin, nicht nur in Tirol und in der Steiermark. Ja, und da habe ich schon mal, gibt es ein Video von mir, wo ich über eigene Berichte und Erlebnisse erzähle, über Engeln, Außerirdische, über Orbs und Reptiloide und ja, jedenfalls, das ist halt schon wirklich ein altes Video, lang vor meiner Fernsehkarriere. Da hat mir ein Freund gefilmt, bei Aeri. Aeri ist der Klaus Gomming, hat das mit seinen Freunden ins Leben gerufen. Das heißt A, Austrian, E, Extraterrestrial, A-E-R, Research, A-E-R-I, Initiative. Entschuldigung, ich lese nicht ab, ich versuche es gerade aus meinem Kopf rauszukriegen. Und jedenfalls, ist ein Stammtisch, den es schon viele Jahre gibt, bei Hartlwirt, jeden ersten Mittwoch im Monat, bei Hartlwirt in Salzburg in Liefering, viele Jahre, hat der Klaus Gomming hat auch schon Radiosendungen gemacht, alles mögliche, Aufruf auf den Kosmos. Ach, sehr engagierter Mensch, was sich mit Mysterien beschäftigt und mit Friedensarbeit. Zumindest da bin ich eingeladen worden, mal über meine Berichte zu erzählen und habe mich nochmal breitschlagen lassen. Vielleicht mache ich mal ein neues Video, weil ich in dem Video doch auch sehr Mundort spreche. Wie gesagt, medial habe ich mich da noch nicht betätigt. Ich habe nur einfach Feldforschung und eigenes Leben betrieben. Die Bilder da, was ich jetzt da kurz mal anstich und zeige, ja, da seht ihr einfach, da berichte ich darüber, ups, nicht so schnell vor, ich gehe mal ein bisschen größer in die Ansicht, so, okay, da berichte ich eben über meine Engelerlebnisse. Da habe ich grafisch dargestellt, wie der Engel ungefähr ausgeschaut hat. Das müsst ihr euch mit da halt nur liegend im Bett vorstellen, mit so 8 Jahren. Und was haben wir so noch schnell zum Anreißen? Ups, jetzt haben wir doch ein bisschen so. Ja, das war so ein Arabe als Kind in der Steiermark, der. Ja, ich will nicht süffern, schaut sich einfach den Film an. Jedenfalls der Rabe, der war zu uns Kindern überhaupt nicht scheu. Die Geschichten darüber, ja. Und über einen Schaum und merkwürdigen, über komische Orberscheinungen, Fotos von mir, das mit mir und unserem Hund.
Orbsanalysen, mein UFO-Erlebnis habe ich auch grafisch dargestellt. Da zeige ich jetzt nicht das Ganze, schaut sich einfach den Film an. Da seht ihr, da bin ich noch sehr jung, da habe ich kein Board und nichts. Das ist ein uraltes Video. Darum, es ist Mundort von Salzburgerisch, aber bei weitem noch keine Fremdsprache, man kann mich schon verstehen. Ja. Okay, jedenfalls kann ich euch vielleicht noch das Video an am Schluss ans Herz legen. Das heißt einfach ARE, Episode 1, 3V3, UFO, Engel, Orb mit Roman Michael Reuter. Genau. Und am Ende dann dieses ganzen Präsentation werde ich dann abschließen mit Norbert Bartas, sein Lied, die Untersbergmandeln. Das, was dann da hier sehen werdet mit tollen... ja, sagen wir mal, mit einer tollen Animation. Und dann Norbert Bartas singt euch da was dann über die Untersbergmandeln. Die Untersbergmandeln sind wieder da. Riechst das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, aber sie sind wieder da. War nimmer du und sie werden nimmer sein. Das Liedl am Schluss, dann werden wir dann abschließen. Finde ich doch ganz passend mit die Untersbergmandeln von Norbert Bartas. Gut, und jetzt geht's wirklich weiter mit einem anderen mystischen Thema unten am Toi in Salzburg. Ich würde sagen, wir haben jetzt so im Grunde alles durch. Auf was ich noch gestoßen bin, da werde ich jetzt mal eine Führung machen. Ich habe mit ihr noch keine Führung gemacht. Ich kenne sie auch überhaupt nicht. Wie ist das auf Facebook entgegenkommen? Das werde ich mir mal anschauen. Diese Dame wird, glaube ich, auch viel wissen. Vielleicht kann mich sie noch an über diese. Ihr könnt euch noch erinnern, in der Judengasse von Salzburg, da dieses Schild mit der Eule, der Athene-Eule, wo oben böse war und das Füllhorn. Vielleicht kann man die Dame dann weiterhelfen, aber ich glaube, die kann man auch empfehlen, weil die eben gruselige Salzburger Stadtführungen macht. Wie gesagt, ich habe zwar noch nicht miterlebt, aber naja, aus spontan sage ich das einfach auch mal her. Dass ihr einfach noch mehr Lust und Laune kriegt, nach Salzburg zu fahren, ja. Ach ja, genau, das kann man noch zeigen. Im Landeskrankenhaus von Salzburg steht dort dieser Mann, der diese Schlange da auf den Kopf hinten so packt, einen Schlangenkopf. Und mit dem Fuß, da steigt er ja auf den Schwanz drauf. Also der ist ja auf den Schwanz gestiegen, dass die Schlange nicht einmal weg kann. Macht irgendwas mit ihr. Und der Künstler heißt Magnus. Vielleicht auch ein Künstlername. Magnus braucht man auch nicht viel sagen, oder? Wie oft der in solchen Logen und Dings vorkommt. Ja, okay. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles durch. Ich schaue nur noch mal einmal sicherheitshalber, ob ich wirklich nichts vergessen habe noch. Okay, dann würde ich jetzt vorschlagen, weil ich mitbekommen habe gestern beim Livestream, dass wir manche nicht gefunden haben, den Livestream zum Live-Mitsehen. Wenn ich wem abonniere bei YouTube, kann ich ja mal so vorzeigen auch. Muss man mal das groß machen. Dann seht ihr, wie da auch gerade. Die alle, was ich abonniert habe, werden dann da angezeigt. Und die, was gerade den Livestream haben, die sind die oberen. Und die haben dann dieses Symbol hier. Wenn man dann da draufklickt, dann kommt man zu dem Kanal, den man abonniert hat, und dann sieht man auf der Hauptseite, die dann kommt, gleich hier, da, jetzt live. Und wenn es so sein sollte, dass ich hier, wenn ich sage, ich mache um 20 Uhr einen Livestream, aber ich scheine hier nicht auf mit den Namen und so einem roten Ding, dann geht es trotzdem auf meinen Kanal, dann wird es da nicht... Jetzt einmal, tue ich neu starten, die Seite... Und jetzt seht ihr da jetzt live. Das seht ihr jetzt, es ist jetzt zeitgleich.
Das hat man vorher deswegen nicht gesehen, weil ich die Seite hier noch gesucht habe, bevor ich den Stream gestartet habe. Da. Und das habe ich mit F5 die Seite neu gestartet und dann klickt es einfach da drauf und dann kommt es um 20 Uhr zum Livestream dazu. So, und jetzt ziehe ich mir da den Ordner hier rüber mit euren Fragen. Die werde ich jetzt mal aber da hören, dass ich es lesen kann. Und dann schauen wir mal, was ihr da geschrieben habt. Wir haben jetzt 5 Zuschauer, also nochmal toll, dass ihr jetzt so lange mit dabei wart und ein paar so Hopperlas von mir auch erduldet habt. Mal schauen, da manchmal, wo ich mich gemutet habe von Ton, manchmal, wo ich auch das Foto auf dem falschen Monitor abgebildet gehabt habe. Ich werde es nachher noch live anschauen und werde mich sicher viel ärgern und die Haare raufen, was ich nicht mehr habe oben. Aber muss ich mal da raufen. Aber legen wir mal vor, wer da alles da ist. Die Angelika Mada, die Silvia Naserke wieder von gestern und Mario Player 9. Toll. Und die anderen, die sind einfach so live. Also, ihr drei habt schon mal gechattet bei mir. Danke mal dafür. Hallo und guten Abend. Wann geht es denn los? Genau. Das wird ein Martyrium gewesen sein am Anfang, ha? Angelika. Ich hoffe, du hast toll Sixfleisch bewiesen. Hallo. Und wer ist noch da? Fragt man da. Was mich brennend interessiert, wer ist heute dabei? Ich wohne in der Nähe von Salzburg. Aha. Ja, wenn man in der Nähe ist, dann ist das wirklich toll, weil man hat auch den Untersberg, man hat so viele andere mystische. Der Rainer Limbecker zum Beispiel. Rainer Limbeck, magisches Salzburger Land. 3 Wanderführer, voll mit solchen mystischen Orten, die man besuchen kann. Mit Steinformationen, die man finden will, Heilquellen, Bergrouten mit sagenreichen Gebieten, Illuminati-Höhle ist beschrieben, alles. Also wenn Sie wirklich was über die Orte, mystischen Orte in Berchtesgadener Land und Salzburger Land haben wollt, dann nehmt euch, ich zeige es euch am besten. Also, ob Werbung hin, Schleichwerbung her, ich kriege echt nichts dafür, aber das ist wert zu zeigen. Der Rainer Limbeck, das ist der von den Alpenschamanen, engagierter Mann, der die Alpenschamanen ins Leben gerufen hat, die sich um die Natur rundum und auf den Untersberg kümmern, dass sie erhalten bleibt, nicht verträgt, aber spirituell sie energetisieren, ob es daran glaubt oder nicht. Wenn man schamanisch interessiert ist, ich bin es zum Beispiel, da kann von Rainer Limbeck wirklich nur die tollsten Erfahrungen miterleben und auch viel dazulernen. Und ein sehr redlicher Mann. Der hat diese magischen Wanderführer gemacht. Wie da dieses hier, das ist das Berchtesgadener Land. Da haben wir den ersten Teil von Salzburger Land und den zweiten Teil von Salzburger Land. Tolle Landkarten drinnen. Also, spirituell, esoterisch interessierter Mensch flippt aus, wenn er schon lange die Karten dann da hat. Da hat er die Leylines von Salzburg einzeichnet, die 12 Kirchenlinien, was von Untersberg wegführen. Das sind alles mystische Orte da drauf. Ich kenne einige selbst schon, ich habe viel auch selbst bewandert. Und was der Rainer da reinschreibt, das hat Hand und Fuß. Genau. Jetzt tun wir wieder ein Ohrstöpsel rein, dass ich wirklich genau mithören noch kann. So, was mich brennen, genau, bin aus Sachsen, sagt die Silvia. Toll, also in Sachsen war ich auch schon mal. Ich habe mir den Blocksberg da angeschaut. Ha! Genau. Und damit ihr seht, was ich nicht lüge, glaubt, Silvia, du wirst das garantiert dann kennen, oder? Der Blocksberg. Man kennt ja auch von Erich Kästner, oder ist das von ihm? Oder Alice Kautz, die kleine Hexe, das Märchen mit dem Raben Abraxas, die dort ja auf dem Blocksberg
am Blocksberg tut sie ja, wo will sie eigentlich mit den Hexen mitfeiern? Also sie ist noch zu jung und sie lassen es nicht. Und dann bestrafen sie das, nicht so schnell werden, dann bestrafen sie das, weil sie sich doch eingeschmuggelt hat. Und dieser Blocksberg ist da in Sachsen, gell? Und das ist das Foto davon, am Sachsen-Ding. Da steht der Teufel auf den Felsen, hält die Hand über mich. Naja, hoffentlich ist mir da nicht allzu viel passiert, hörst. Ja, so ein Foto macht man einfach, wenn man dort ist. Die Silvia findet das auch voll interessant, würde da gerne mal echt hin. Ja, also wirklich, kann ich echt nur empfehlen. Dann musst du dir unbedingt anschauen, auch die Pferdeschwärme, das Schloss Mirabell und die Wasserspiele und so weiter. Echt faszinierend. Vor allem, wenn man aus dem Blickwinkel betrachtet. Ja, die Pferdeschwärme, aber die Wasserspiele, wow, ja, wirklich genial, die Wasserspiele. Habe ich auch schon ein paar Videos gemacht, nur noch nicht veröffentlicht. Vielleicht, wenn ich dann Zeit habe, mache ich es, ja. Aber wie gesagt, ich bin auch nur ein mittelloser Mensch, ich weiß auch nicht, wo mir der Kopf hinten vorn steht und mache mir viel Vereinen und so Sachen mit. Man müsste sich jetzt endlich einmal klonen können, um mehrere Sachen zu erleben, oder? Na, um Himmels Willen, bitte nicht. Nur ein Scherz am Rande. Ist jeder Kreis ein Auge? I don't know. Spekulieren kann man mal auf ja, oder? Wenn es um Symbolik geht. Zumindest bei Logos macht man immer einen Außenkreis. Dann wird es dann zu einem Symbol. Dann spricht man von einem Symbol, wenn man zuerst einen Außenkreis hat. Und in den Außenkreis innen dann noch irgendwas reinsetzt. Ein Kreuz, ein Gockelhorn mit zum Beispiel Schlangenfirst, wie es da Praxis auch ist. Zumindest die Umrandung von diesem Symbol wie eine Schlange oder so macht sie dann zu einem Symbol, weil sie das Symbol dann Raum gibt. Der Kreis wird dann zu einer erschaffenden Welt, sagt man. Der Raum ist gebildet, das Element drinnen kann jetzt wirken. Man zeugt einen Wirkungsraum mit dem Symbol. Und wenn es rund Auge ist, ich meine zumindest nicht rund ist, sondern eher oval und sich im Zentrum um sowas findet wie eine Pupille oder ein bisschen am Rand wie eine Pupille, wenn man so seitlich schaut, ja, dann sind die Indizien schon extrem groß. Aber es gibt auch andere Menschen, die so einfach wie ein Bauer, sich einen Gockel, weil ein Bauer einfach ein Logo sucht und Gockel sind seine Lieblingstiere, hat sicher Kühe auch, er möchte nur einen Gockel nehmen und tut ihn in so ein ovalen Ding rein im Zentrum. Dann vielleicht, weil es einem wirklich gefällt und keine Ahnung hat. Aber wenn man weiter zurückfällt bei den großen Konzernen, so Bauer ist ein kleiner Mann, ja, aber die großen Konzernen, wo es um Milliarden Gewinne geht, kommt man nur auf 13 Familien zurück. Die Athlons, die Bundys, Rockefeller, Rothschilds sind so die bekanntesten, ja, Merowinger und so weiter und so fort. Aber ja, im meisten Fall ist ein Auge. Da hat der Mario Player 9 eben gefragt. Silvia sagt, nee, stimmt eben so, ja, nicht immer so. Zeigt die Eule dann nochmal falsches Foto. Ich glaube, das habe ich dann eben nachgeholt. So. Okay. Somit haben wir jetzt die Chatfragen durch. Ich bin euch so dankbar, dass wir meine Fehler verziehen habt, sonst wärt ihr jetzt nicht nur da. Und es kann nur besser werden. Man muss strikter noch das ins Gefühl bekommen, das Mikro immer zu muten und entmuten oder gar nicht erst zu muten. Einfach ruhig sein und wenn daneben was laufen soll. Und den richtigen Monitor beachten. So, okay. Ich glaube, ich habe jetzt euch gezeigt auch, wie man dann natürlich den nächsten Livestream besser findet, wenn ich ihn wieder ankündige. Mal schauen, was das nächste Mal sein wird. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps über Salzburg, was für euch interessant sein könnte, aber ihr nicht vor Ort fahren könnt, weil ihr so weit weg wohnt. Dann schaue ich für euch noch. Gebt es einfach in die Kommentarleiste unten hin. Wird mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch macht. Und wer mich noch nicht abonniert hat, ich denke, es zahlt sich aus. Mal kommt öfters was von mir, mal dauert es länger.
wie gesagt, das Leben ist ein Ein- und Ausatmen. Mal heftig, schnell, mal etwas gemächlich, langsam. Okay, damit hätten wir es jetzt, glaube ich, heute im Großen und Ganzen. Bedanke mich noch, dass alle dabei seid und auch nachträglich die, die jetzt dazuschalten. Grüß euch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal bei CryptoTV. Hab mich gefreut, dass ihr da wart. Und zusammen können wir unser geballtes Wissen potenzieren. Also nicht vergessen, Kommentare reinschreiben und bis bald. Tschüss. Namaste. Das Bergmango, dann wieder du. Wirkst das nicht, wirkst das nicht, schmeckst das nicht, spürst das nicht, oh, was ist dann wieder du. Und das Bergmango, dann wieder du. Wirkst das nicht, wirkst das nicht, spürst das nicht, schmeckst das nicht, oh, was ist dann wieder du. Und das Bergmango, dann wieder du. Wirst das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, oh, was ist dann wieder los? So viele Geschichten werden verzählt, von der alten und der neuen Welt. Wo sie so alt und wo sie neu, ich wünsch euch deinen Mandel, denen ist es gleich. Und das Pferd und dann wieder du. Wirst das nicht, wirst das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, oh, was ist dann wieder du? Geh auf das Pferd, Mann, und dann wieder du. Wirst das nicht, wirst das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, oh, was ist dann wieder du? Ich war nimmer du und sie werden immer sein. Ich glaub, Weibel und Satan. Yes, it's good.